Soll das denn? Ja, Tibi, was soll das denn? Also, nee, alles cool, Alter. Wir kommen zu unserem nächsten Gast. Ja, Bushido 2013 war ein sehr interessantes Jahr. Da gab es ordentlich hin und her mit einem jungen Mann, der bei der FDP ist. Er heißt Serkan Tören. Mhm. Und was genau der Sachverhalt ist und warum ihr euch quasi verbal und ja auch tatsächlich quasi gerichtlich auseinandersetzen musstet, werden wir gleich nochmal näher beleuchten. Wir begrüßen aber erstmal Serkan Tören hier bei uns. Ach, ist das mal hin, hallo. Guten Tag, schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo, Herr Tören, freut mich. Möchten Sie in die Mitte? Ja, mir ist egal. Ja, bitteschön, nehmen Sie Platz. Gerne doch. Nehmen Sie gerne das machen. Am besten für Sie. Jung. So, ich kann das nur grob zusammenfassen. Sie haben sich zu Bushido geäußert, er hat sich musikalisch zurückgeäußert und das ist im Grunde die Stresssituation. Was genau ist passiert? Können Sie sich noch an Ihren Wortlaut erinnern, wie Sie sich zu Bushido geäußert haben? Also es war, glaube ich, irgendwie im April 2013 und der Stern hatte damals ja berichtet über die Erteilung einer Vollmacht eines Mitglieds des Abu-Chaka-Clans in Berlin. Und woraufhin ich dann den Border Verlag damals, der diesen Bambi-Preis Integration verliehen hatte an Bushido, aufgefordert hatte, diesen Preis zurückzunehmen, weil ich einfach meinte, dass Bushido eine Vorbildfunktion hat und in dieser Vorbildfunktion an sich mit, mit dem Abu-Chaka-Clan nicht zu tun haben sollte. Diese Vollmacht, diese Generalvollmacht hat natürlich eine Bedeutung, die nicht nur rein geschäftlich sein kann, weil Generalvollmacht bedeutet, man kann eigentlich alles damit machen. Ich habe das kritisiert, weil ich damals auch in der Funktion integrationspolitischer Sprecher der FDP gewesen bin und nun mit vielen, vielen Menschen auch zu tun hatte, die in diesem Bereich ehrenamtlich tätig sind, sich um Integration kümmern. Ja. Und die kriegen nicht so einen Preis. Die sind ehrenamtlich überall aktiv und teilweise wird das auch gar nicht honoriert. Also es hätte durchaus andere Kandidaten geben können. Das kann sein, aber ich will damit sagen, da sind Menschen unterwegs, die machen diese Arbeit ehrenamtlich, tun was für Integration. Das wird nicht honoriert. Und dann war in dieser Situation, ich meine, waren noch so andere Sachen, über die man sich da streiten kann, aber eine Vollmacht und ein Mitglied eines Clans hier in Berlin, der bekannt ist. Und für mich war das einfach so, dass da eine Vorbildfunktion einfach so missbraucht worden ist damals. Deswegen habe ich dann eben diesen Preis zurückgefordert vom Bruder Verlag. Der Bruder Verlag hat da ja nichts gemacht. Und okay. Ja. Das ist quasi der Auslöser gewesen. Bushido, du hast darauf dann natürlich als Künstler in einem Songtext reagiert. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Doofe Frage. Natürlich weißt du genau, was du gesagt hast. Du kannst das jetzt gerne nochmal rezitieren. Ich würde gerne, dass Second Turn ins Gras beißt. Hier, hier. Heißt auf gut Deutsch, die Klappe halten. Also nicht mehr und nicht weniger. Also egal wie schlimm sich das jetzt vielleicht für Sie anhören möge, mehr war also da gar nicht irgendwie von meiner Seite aus gedacht. Das war so ein Statement auf meine Art und Weise im Rap, sich so zu äußern. Und ich hatte da nicht irgendwie hineininterpretiert das, was mir sozusagen vorgeworfen wird. Und was ich halt auch gar nicht verstehe, ist so, warum Sie denn eigentlich ein Problem damit haben, wenn ich jemandem eine Generalvollmacht erteile. Ich habe damit überhaupt gar keine Probleme. Aber Sie haben das ja gerade als Grund geäußert. Nein, generell keine Probleme. Bloß wenn man einen Integrationspreis vom Bruder Verlag bekommt, diesen Integrationsbambi, dann verbinde ich ja damit auch eine gewisse Verantwortung für viele, viele Menschen, für auch junge Menschen. Ich habe ja auch einen Migrationshintergrund, so wie Sie. Und es ist auch einfach nicht einfach, diesen Weg dann auch zu gehen. Und für viele junge Menschen, auch gerade so in Berlin, die in vielen schwierigen Stadtteilen leben, da haben sie eine Vorbildfunktion. Mhm. Und gerade auch mit ihren also diese Aktion mit der Vollmacht und was dann in der Presse auch erschienen ist, im Stern und so weiter. Ich meine, der Clan ist Ihnen noch bekannt. Sie wissen noch, was da für Leute, Mitglieder sind. Eine Frage. Sie können ja auch mit denen befreundet sein. Das ist ja auch nicht ein Problem. Eine kurze Frage für mein Verständnis. Wie definiert man Clan? Was meinen Sie jetzt mit Clan? Wie definiert man Clan? Ja, was meinen Sie mit Clan? Ach klar, Entschuldigung, ich habe das mit Klagen verstanden. Also, in diesem Bericht des Stern standen verschiedene Sachen und, über diese Familie. Und gerichtsfest sind ja auch viele Sachen, das werden Sie jetzt nicht irgendwie verneinen wollen. Doch. Gerichtsfest sind auch viele Sachen, viele Straftaten des Clans. Und wenn man dann auch entsprechend... Der Punkt ist ja der, aber Sie müssen mir immer noch sagen, was ist denn ein Clan?
das ist auch gerichtlich sogar festgestellt worden bezüglich dieser Familie, dass es dort auch bestimmte Strukturen gäbe. Das ist ja nun nicht so, ich meine, Sie können sich da jetzt nicht rauswinden. Ich frage Sie ja, ich will ja nur eine Antwort auf meine Frage haben. Also ja, ein Clan? Ein Clan ist ein, so wie es definiert wird, es gibt ja keine Definition dafür, eine offizielle, aber ja, man sagt dazu eben halt einen Zusammenschluss von verschiedenen miteinander eng verbundenen, auch Familienangehörigen und so weiter, die dann also, auch in eine bestimmte Zielrichtung hinwirken. Okay, also Sie können jetzt natürlich sagen, ja, was ist das und was ist, aber Sie haben diese Vollmacht erteilt und ich habe gesagt, ja klar, damals, aber das ist, aus welchen Gründen wurde ja auch dargelegt und diese beispielsweise dieser Sternbericht, auf den Sie sich stützen, hat keine Ahnung, wie viele Unterlassungsklagen gefressen und also das Problem ist ja folgendes, ich verstehe Ihr Problem immer noch nicht. Ich habe einen engen, sehr, sehr engen Freund, so, mit dem ich sehr viele Geschäfte mache. Und aufgrund eines Umstandes habe ich ihm eine Vollmacht erteilt. Warum ist das jetzt ein Grund für Sie zu sagen, ich müsste oder Buddha sollte mir jetzt ein Integrationsbambi wegnehmen? Genau, das also, ist das. Womit haben Sie denn das, erklären. Ja, aber womit haben Sie das Problem? Ich habe nicht das Problem, dass Sie eine Vollmacht erteilen. Das ist nicht mein Problem. Okay. Sie können auch geschäftlich wirken, wie Sie wollen. Ihnen geht es ja darum, mit wem. Sie haben eine Vorbildfunktion, ja. Und wenn Sie dann diesen Preis bekommen für Integration, das war auch sowieso damals sehr, sehr strittig, weil noch andere Vorwürfe ja gekommen sind. Zum Beispiel? Dann sollte man ja im Zusammenhang auch mit dem Text, mit diesem Songtext und davor auch schon gab es Vorwürfe wie, dass sie halt Minderheiten ausgrenzen würden und so weiter, wie Homosexuelle und so weiter, Gleichberechtigte. Dann auch... Haben Sie das Gefühl, das stimmt? Ja, weiß ich nicht. Aber das Profilbild, das war für mich viel, viel, viel eindringlicher. Das Profilbild, das Sie auf Twitter hatten, eine Landkarte des Nahen Ostens. Habe ich immer noch. Ja, eine Landkarte des Nahen Ostens, wo auch dann Israel nicht abgebildet gewesen ist. Und das bedeutet für mich auch im Umkehrschluss, dass das Existenzrecht Israels dann auch hier in Frage gestellt wird. Das Lustige aber ist ja, Sie springen gerade... Also ja, Sie nee, nochmal zur Vollmacht. Genau. Ich habe wirklich keine Probleme damit. Sie können das ja auch machen, geschäftlich und so weiter. Aber dass ich aber auch eine habe, wissen Sie auch? Sie haben, ja, und gegenseitig ist sie wohl erteilt worden. Aber ist nicht so Stern. Richtig, wa? Laut Stern, ja. Ja gut, laut Stern habe ich, also laut, Sie berufen und sich ja auf Stern, also... Ist ja auch bis jetzt noch gar nicht, das ist ja alles auch nicht so jetzt gerichtlich widerrufen worden oder was weiß ich. Genau. Nochmal zu dieser Vollmacht. Sie können das machen, ist alles kein Problem, aber Sie haben eine Vorbildfunktion. Ja. Und die hat nicht jeder. Sie machen mit Ihrer Musik, erreichen Sie viele, viele junge Menschen. Mhm. Insbesondere auch Menschen mit Migrationshintergrund. Die ist auch nochmals hier in Berlin gerade, da identifizieren sich viele mit Ihnen. Na klar. Und ich finde das ja auch gut. Das ja, ist ja super. Auch super. Mhm. Na, und dann muss man aber auch entsprechend, wenn man diese Vorbildfunktion hat, und das ist meine Kritik gewesen, auch aufpassen, was man macht in der Öffentlichkeit, mit wem man Geschäfte schließt. Noch, ja, na klar, aber ich noch einmal, die Person, mit der ich Geschäfte mache und der ich eine Vollmacht erteilt habe, ist komplett unbestraft. Wenn Sie sich beispielsweise, wenn der Herr Kollege jetzt käme und einen Auszug seines Strafregisters mitbringen würde, würden Sie dort weniger Einträge finden als bei mir. Denn bei ihm gar keine, bei mir steht einer drin wegen Beleidigung. Also ist er sogar weniger kriminell als ich. Es geht aber um die Familie. Wieso denn Familie? Wie wird eine Familie? Familie ist Mutter, Vater, die Geschwister. So, das ist eine Familie, ja klar. Aber Sie können doch nicht pauschal eine Familie kriminalisieren. Also Sie halten das für richtig, was Sie da gemacht haben und auch absolut in der Vorbildfunktion. Halte ich das. Ich meine jetzt nicht geschäftlich, sondern nein, absolut, natürlich. Als Vorbild, wissen Sie was? Vorbild für wissen Berlin Sie? Und für ja, klar, viele bundesweit. Absolut. Viele das ist das Beste, was ich jemals machen konnte. So, ich finde es vielleicht selber ein bisschen nervig, dass ich diesen Bambi bekommen habe. Ne? Weil den würden Sie zurückgeben? Auf keinen Fall. Warum nicht, wenn ich fragen darf? Weil er mir gehört, den hat man mir gegeben. Warum soll ich ihn denn jetzt wieder zurückgeben? Weil Sie eben gerade selbst meinten. Nervig. Es war ein bisschen nervig, sage ich. Nee, ich meine, dass ich den bekommen habe, ist jetzt im Nachhinein, weil halt auch viel danach passiert ist und so, jetzt für mich ein bisschen nervig. Aber so nervig, wie ich sage, so, oh Mensch, ich war letztens auf Malediven, da hat mich ein Moskito gestochen, da habe ich halt ein bisschen Malariafieber gehabt. War auch nervig, ist aber auch wieder vorbeigegangen. So. Genauso ist der Bambi bei mir in Erinnerung geblieben, jetzt so ungefähr, ne? So rein vom Bild her. Aber ich bin doch... Haben Sie gerade den kleinen Jungen hier gesehen? Den habe ich gesehen. Meinen Sie, der hat ein Problem mit irgendeiner Vollmacht, die ich erteilt habe? Das nicht, aber ja, also, die Verharmlosung der Verbindung zu eines Clans, da verlangen Sie noch gleich einmal wieder von mir eine Definition. Das sind meine Kinder. Ich habe fünf Kinder. Ja. Ist das auch ein Clan? Es geht nochmal um, Sie wissen auch, also wir müssen noch nicht drumherum. Doch, wir wissen noch in Berlin Sie müssen eine Familie, die hier bekannt ist und wofür? Von denen auch einige doch
strafrechtlich da in Erscheinung getreten sind und die Verbindungen dahin, sie reden mit denen und haben dann entsprechend auch diese geschäftliche Verbindung, ja, die ist ja da. Ja, aber was ist daran? Ja, klar. Und dann hat die Öffentlichkeit auch darüber berichtet. Lassen Sie ganz mich ehrlich? Mal außen vor. Sorry. Ich dachte, Sie wollen, ich soll Sie ausreden lassen. Das die Öffentlichkeit hat darüber gesprochen. Der Stern hat berichtet, andere auch, Spiegel TV und so weiter sind ja auch da in der Berichterstattung gewesen. Das heißt, das Ganze alle ist an die Wand gelaufen. Gegangen und dann frage ich mich, ist das die richtige Vorbildfunktion? Das war eben dann im April 2013 für mich der Grund zu sagen, nimm diesen Preis zurück. Es sind viele, viele ehrenamtliche Menschen unterwegs, die mehr machen. Und wissen Sie, das Lustige ist, ich bin genau derselben Meinung. Aber nur in dem Punkt derselben Meinung, dass ich sage, es gibt viele, viele ehrenamtliche Menschen, die in diesem Land, in dieser Stadt wirklich rumrennen und viele gute Sachen machen. Richtig. Und es gibt eine Menge, Menge Menschen, die sich für viele, viele Dinge einsetzen und dafür auch sozusagen eine Anerkennung verdienen. Ja, und es gäbe auch viel mehr Menschen, die vielleicht diesen scheiß Bambi verdient hätten. Aber ich habe mir den nicht selber verliehen. Das war eine Entscheidung des Boda Verlages. Es war eine kalkulierte Entscheidung. Ja. Ja. Fertig so. Ich habe den genommen. Alles klar. Wiedersehen. Ich muss ganz kurz dazwischen grätschen für alle, die erst jetzt reinschalten. 98.8 Kiss FM mittendrin im Versuch, das längste Interview der Welt zu führen. Und zwar 98 Stunden. Wir haben heute früh um 7 angefangen. Theoretisch sind wir bis Montagnachmittag hier beschäftigt mit Bushido und aktuell unser Gast Serkan Türen von der FDP, der mit Bushido, sage ich mal, 2013 dahingehend zu tun hatte, dass er textlich in einem Song namentlich erwähnt wurde und das nicht so schön fand, um das mal jetzt ganz pauschal und heruntergebrochen zu sagen. Und jetzt diskutieren wir gerade über den Clan. Gleich Kamerawechsel an dieser Stelle. Und eine Frage. Na, man sollte das nicht verniedlichen. Also wenn ich von Clan rede, Abu Chaka mit Nachnamen, da sind schon einige Straftaten, da sind auch vielen Bürgern hier in Berlin sehr viel Unrecht getan worden. Ja, wenn man sich mal die Strukturen anguckt. Ich finde das so wahnsinnig, muss das nicht verharmlosen. Nein, das, was bewiesen wurde, ist ja kein Problem. Nur ich finde es einfach so wahnwitzig, dass man so pauschalisiert. Die Familie, ja, meine Familie besteht aus meiner Frau, meinen Kindern, da gehört jeder meiner Familie gehört dazu. Wenn jetzt in meiner Familie beispielsweise mein Sohn über Rot fährt, ist dann die Familie kriminell? Also Sie meinen, Sie kommen Ihrer Vorbildfunktion gerecht. Und mich würde es mal interessieren, ja, klar, halten gerne. Sie diese Entscheidung des Buddha Verlages auch in Bezug auf die Integration denn richtig? Na klar, gucken Sie mich doch mal an. Ja, gucken Sie mal, wie ich aussehe. So, haben Sie mal gesehen, wie ich dieses Land gerockt habe? So. Auf jeden Fall. Naja, also, ich bin so. Deswegen. Bloß wenn man jetzt sowas macht, auch diese Verbindungen, die Art und Weise, wie Sie eine Frage, würden Sie jetzt meinen, haben Sie von diesem VW-Skandal mitbekommen? Ja, natürlich. Meinen Sie nicht, das ist schon viel organisierter als irgendein Quatsch, den irgendeiner von uns mal gemacht hat? Sind jetzt alle Menschen, die VW fahren, halt irgendwie auch Teil des VW-Clans? Darum geht es nicht. Sagen Sie jetzt gar nichts. Also Sie springen auf etwas. Darum geht es nicht, weil und der Sie Vergleich müssen, natürlich auch hinkt. Ja. Wieso denn? Wenn ich konkret von 2013 etwas benenne, was passiert ist, und meine, dass das dieser Vorbildfunktion nicht gerecht wird, dann muss man jetzt nicht mit VW kommen oder jetzt auch BMW und anderen. Ich frage doch einfach nur. Ja, und was da für strafrechtliche Dinge geschehen sind, das wird ja alles jetzt gerade hinterfragt. Also von daher die Konsequenzen. Also da wird das hinterfragt. Wenn jetzt mein Partner, wenn Sie diese Konsequenz von Herrn Winterkorn jetzt auch eingehen möchten. Ach, der ist doch Bauernopfer, Mann. Aber nochmal, wir reden jetzt. Aber noch einmal, ich habe einer Person, Tolga, und da musst du auch mal langsam mal einschalten, weil wir reden hier von einer, anscheinend, was ihn stört. Es geht hier um Arafat Abu Chaka und den Vertrag. Diese Person, mit der ich Geschäfte mache, der einer meiner besten Freunde ist, ja, der wie ein großer Bruder für mich ist, der nicht vorbestraft ist, dem ich eine Vollmacht erteilt habe, weil wir Geschäfte zusammen machen. Das ist für Sie ein Grund aufzuschreien? Also haben Sie ganz schön viel Langeweile. Nein, das hat mit Langeweile nichts zu tun. Aber wo ist das Problem natürlich? Nochmals, wenn ich Tag und täglich mit diesen Menschen zu tun habe, die sich da engagieren und Sie diese Vorbildfunktion haben. Waren Sie vielleicht nur sauer oder neidisch oder so? Oder warum sollte ich denn neidisch sein? Das ist doch. Aber warum ist denn kein anderer, der beispielsweise eben gerade gesagt, dass das, was Sie machen, Sie erreichen viele Menschen. Ich finde das auch richtig, dass Sie da viele Menschen, junge Menschen erreichen. Aber was da 2013 eben
öffentlich geworden ist, das habe ich nicht für richtig befunden. Und deswegen habe ich Sie das dürfen, auch dem Border Verlag gesagt. Ja klar, das können Sie gerne machen. Die anderen und ich habe einfach nur gesagt, dass Sie halt, also auf Rap-Sprache sozusagen gesagt, dass Sie halt einfach die Klappe halten sollen. Jetzt, ich will nicht persönlich werden, also nicht falsch verstehen. So, das, ne? Das Video und den Text, da kann man sicherlich auch drüber reden. Überhaupt nicht. Das über, gar nicht. Kunstfreiheit noch gedeckt ist. Ja. Aber und, Herr Thüren, wollen Sie jetzt also die Entscheidung, dass die Klage abgewiesen wurde? Nein, aber wissen also, Sie... Also entweder befinden wir uns hier in einem Rechtsstaat und akzeptieren sozusagen das Recht, das gesprochen wurde. Also kann man eben nicht darüber diskutieren, weil darüber wurde diskutiert und dieser Text, dieser Song wurde als okay von der Kunstfreiheit gedeckt. Richtig. Befunden. Also ist alles super. Ist auch übrigens einer meiner Lieblingssongs und ich verstehe auch gar nicht so, warum das hier so einen riesen Tara gezogen hat. So. Es ist ein Auszug aus dem Text, der Sie betrifft. Wie viel Text ist denn im Rahmen deiner Kunstrealität? Sprich, wie viel Bushido-Textinhalt verkörperst du im echten Leben? Weil du sagst natürlich, das ist Text. Für mich heißt, ins Gras beißen, in diesem Fall, halt die Klappe so, geh mir nicht auf den Sack. Genau. Klar. Ist das jetzt verboten? Die, offensichtlich nicht, weil ne, die Klage wurde fallen gelassen. Da ist sogar ein Stempel drauf, offiziell nicht verboten, Herr Thüren. Richtig, das ist vom Gericht so, das Verfahren ist ja auch schon abgeschlossen. Genau. Aber man muss eben sehen, wenn man so konkret wird, wie Sie es dann tun in diesen Texten, und dann ist ja auch Herr Wowereit angesprochen worden, auch da verbinde ich das ja auch mit einem Angriff auch gegenüber Minderheiten. Ist so... So wenig klar, Schwule klar, haben wir gar nicht mehr. Also klar, ich würde gerade sagen, ich würde das nicht immer so als Minderheiten- und Opferrolle darstellen. Ja? Also ich mittlerweile, Sie, Leute wie Sie, die immer noch von Minderheiten reden, sorgen immer wieder dafür, dass beispielsweise auch Homosexuelle sich immer noch sozusagen auch öffentlich immer noch als Minderheit dargestellt werden. Das ist so wie Menschen, die nicht integriert sind, bla bla bla. Wenn wir irgendwann mal aufhören, Schwule als Minderheit darstellen zu wollen, ja, dann verschwindet auch irgendwann diese Idee, dass es eine Minderheit ist. Wir gehören doch alle zusammen. Ob jetzt nur von mir jetzt nur zwei davon existieren oder halt fünf, ändert doch nichts an der Tatsache, dass wir alle zusammengehören. Ja, die Heteros, die Homos, so wie sind wir, gehören alle zusammen in eine Gesellschaft. So. Ja, bloß auch da die Vorgeschichte. Sie haben sich ja auch in einem Interview zu der Frage geäußert, was wäre, wenn Ihr Sohn homosexuell wäre. Haben Sie sich ja auch klar geäußert. Das habe ich gesagt? Mehr, so wie ich das mitbekommen habe in einem Interview, war das wohl, da haben Sie gesagt, das wäre irgendwie so ein Abstieg oder sowas. Ne? Also korrigieren Sie mich, habe ich irgendwo gelesen. Dass müssen Sie schon ein bisschen besser vorbereiten. Okay. Also ich glaube, es ging in Richtung... Nochmals, auch in diesem Text Angriffe gegen Herrn Wowereit, die sehr das war doch gar kein Angriff gegen Wowereit. Die sehr konkret sind. Aber gucken wir, Herr Thüren, wenn ich sage beispielsweise, ne, und so ist der Text ja auch geschrieben und so wurde er auch von mir dargestellt, ja, so, du wirst in Berlin in deinen Arsch gefickt. Wie Wowereit. Das ist doch kein Angriff gegen Wowereit. Nochmals, aber vielleicht ist das doch so ein Eingriff in die Privatsphäre dieses Menschen, dass das schon die Würde des Menschen auch angreift. Darüber müssen Sie sich Gedanken machen. Der einzige Sie benennen hier eine Person konkret. Wenn das Gericht in Berlin meint, dass eine andere Meinung hat, als vielleicht hätte man woanders auch anders entschieden worden. Natürlich. Hätte Fahrerkette. Aber der Punkt ist ja der. Ich bin ja Jurist. Aber er stellt sich ja auch öffentlich hin und sagt ja, ich bin schwul und das ist gut so. Also geht er ja auch offen damit um. Also kann er ja auch, also muss er dann auch ertragen, dass ich dann... auch nicht vorher gefragt, ob Sie dann so auch mit ihm sprechen dürfen. Ja gut, mich fragt man auch nicht, wenn man mich fotografiert, fragt man mich auch nicht vorher. Der Eingriff in die Würde ist schon da sehr stark gewesen. Nein, der einzige Punkt, und das habe ich auch meinen Anwälten gesagt, ich würde diese Textzeile zurücknehmen, wenn Herr Wowereit mir eidesstattlich versichert, dass er den aktiven Part in der Beziehung hat. Das ist ja nur Spielerei. Nein, ist keine Spielerei. Nein, das ist der einzige Punkt, wo ich sage, okay, alles klar, dann werden Sie nicht in den Arsch gefickt, dann nehme ich das zurück, tut mir leid. Ja, weil dann ist es eine Tatsache, die falsch ist. Ja, so. Genauso wie wenn Sie sagen, so, ich war heute bei 98,7 KISS FM, sage ich, stopp, das ist falsch. Das ist nicht 98,7, das ist 98,8. Genauso ist es mit Wowereit. Aber wenn er als öffentlich bekennender Homosexueller anscheinend ja auch Analverkehr betreibt und ich sage, dass Kay in seinen Arsch gefickt wird, genau wie Wowereit, dann ist das doch für einen Schwulen doch gar keine Beleidigung. Ja, im konkreten Zusammenhang mit der Benennung eines Namens und Sie haben ihn auch nicht mal gefragt, ich finde das schon entwürdigend. Ich meine, was interessieren Sie denn die Sexpraktiken von anderen? Was interessieren Sie denn meine Generalvollmacht? Insofern interessiert mich das als eine Vorbildfunktion, da wiederhole ich mich auch und nerv vielleicht auch so einige damit. Sie nerven schon lange, aber das macht nichts. Und insofern habe ich damit ein Problem, ich sage es nochmal. Ja, und ich habe damit kein Problem. Wir haben eine Vorbildfunktion und dann kann man auch nicht in einer Stadt wie Berlin, wo die Familie auch bekannt ist.
Ach, das geht ach, man hat Hören. Das ist das, was ich vom Burda Verlag verlangt hatte damals. Der ist dem nicht nachgegangen. Naja, also, können Sie sich ja dann wohl ja, eben, wollte ich gerade sagen. Sie können ja äußern, was Sie wollen. Ist ja gar kein Problem. Ich würde Sie ja, ich verurteile Sie ja auch nicht für das, was Sie gesagt haben. So, ich habe halt nur geantwortet und dann habe ich einfach gesagt, Sie sollen halt einfach die Klappe halten. Also auf rapperisch sozusagen. Ne? Und für mich, dann war die Sache für mich gegessen. Sie können sich auch trauen, das jetzt zu sagen. Nein, Gott bewahre. Wir sitzen hier, damit Sie eben A, nicht die Klappe halten und B, wir miteinander reden können. Dass wir nicht über Songtexte kommunizieren, die eventuell dann da wieder falsch interpretiert werden und dann deine Anzeige wieder kommt. Deswegen freue ich mich auch, dass Sie heute gekommen sind. Ja, es ist nach 2,5 Jahren. Es ist ja, das erste Mal, dass man mal zusammengekommen ist. Besser spät als nie, sagen wir es mal so. Ne? Ist es Ihr Hund? Nein. Nee, der gehört tatsächlich an der Kollegin und der soll uns signalisieren, dass wir jetzt im On-Air-Programm Werbung machen. Also schön, dass ihr dabei seid hier auf Kiss FM mit Serkan Törner von der FDP und Bushido beim längsten Interview der Welt, 98 Stunden. Ihr könnt uns aber gerne ohne Unterbrechung streamen. Das heißt, ihr folgt uns einfach, schaut vorbei auf kissfm.de. Dort sind wir die ganze Zeit für euch am Start und nach einer kurzen Pause wieder zurück hier im Radio auf Kiss. Ich höre dann immer dieses Ding, 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 wenn es dann im On-Air-Programm in die Werbung geht. Es geht hierbei natürlich auch sehr viel um Kunst, das muss man ja sagen. Die Rap-Kultur besteht aus, ich disse dich, du disst mich zurück, du schreibst etwas auf Twitter gegen mich, ich feuere zurück. So. Battle-Rap jedenfalls. Es gibt auch andere Arten von Rap, die basieren nicht auf diesem Prinzip. Durchaus. Ich beziehe mich jetzt so ein bisschen mehr in die Richtung, in der du quasi zu Hause bist, musikalisch. Mhm. Das ist quasi die Angriffsfläche bzw. die Angriffsart von Rappern, Angriffe zu tätigen in Form von Musik. Ist diese Art von in Anführungszeichen Gewaltangriff auch mit Beleidigungen schon zu viel oder können Sie da auch ein bisschen nachvollziehen, dass es quasi der Ursprung des Raps oder des Gangster-Raps in Anführungszeichen ist, dass das einfach dazugehört vielleicht auch ein Stück weit? Mir ist doch ganz klar, dass in dieser Kultur, in der Rap-Kultur, dass dort eine klare Wortwahl, dass das mit dazugehört. Das ist doch selbstverständlich. Dass man sich dann auch entsprechend scharf ausdrückt, gehört auch mit dazu. Bloß was ich an dem konkreten Text halt nicht in Ordnung fand, war diese ganz klare Konkretisierung. Sie müssen sich mal vorstellen, nicht jeder ist so schlau wie Sie. Ja? Oh, danke. Es gibt Tausende von Menschen, die können das nicht richtig einordnen. Kunstfreiheit hin oder her. Es ist eine ganz konkrete Benennung von Namen. Es ist, mit diesen Namen wird dann auch verbunden, der soll sterben. Krass, beiß ins Gras heißt ja eigentlich auch übersetzt, ich weiß, Sie sagen halt die Klappe, aber es kann noch sein, dass ein junger Mensch, der nicht gereift ist und nicht so intelligent wie Sie oder ja, der das nicht einordnen kann. Mhm. Auch bei Wovereit. Es gibt junge Menschen, die können das nicht einordnen, 13, 14 Jahre alt. Und was machen wir mit denen? Was machen Sie mit denen? Was sagen Sie da denn? Wenn dann so ein verrückter Durchgeknallter kommt, ja, und das eben so auffasst, ein wie man... durchgeknallter 13-Jähriger. Ja, was weiß ich, das ist schon alles vorgekommen, entschuldigen Sie. Also, okay. Und es kann auch ein Älterer sein, der das nicht richtig einordnen kann, ja. Dann ist das doch, ich habe es da so eben als eine Beleidigung aufgefasst. Ist ja ihr Recht, für mich, ist ja ihr ja, gutes Recht, genau, absolut, klar. Wurde halt nicht so eingeschätzt. Wovereit halt auch, der hat das auch so aufgefasst. Und naja, ich sag mal so, Herr Töre, ne? Herr Wovereit hat sich natürlich noch mal ein bisschen mehr ins Zeug gelegt. So, falls Sie es ja mitbekommen haben, hat er ja sozusagen, es gab ja zwei Gutachten, staatsanwaltliche Gutachten, genau, die beide gesagt haben... Ich habe ja nicht mal Akteneinsicht genommen. Ja, sehen Sie. Aber kann ich Ihnen ja auch einfach mal eine Kopie zukommen lassen. Aber beispielsweise gab es zwei staatsanwaltliche Gutachten, die beide zum selben Schluss gekommen sind, nämlich es kommt zu keiner Anklage. So. Und dann hat der Oberstaatsanwalt Herr Behm sozusagen klargemacht, ihr müsst das zu einer Anklage bringen, koste es, was es wolle. So, das ist natürlich auch nicht meine Definition von Demokratie, auf jeden Fall erstmal. Und dann gab es ein wahnwitziges Gutachten, das ist 20 Seiten lang so, das habe ich auch hier dabei, in dem dann halt wirklich Hanebüche, Vergleiche und Textpassagen auseinander und zitiert und irgendwie auch interpretiert wurden. Und damit hat man dann halt gesagt, gut, dann kriegen wir das halt jetzt zur Anklage und das wurde halt wiederum abgelehnt. So, ne? Also verstehe ich gar nicht, also es ist weder eine Beleidigung, noch ist es eine Nötigung, noch ist es eine Volksverhetzung, es ist einfach Kunst. So ist es entschieden worden. Ich sage es nochmal, man kann auch das anders auffassen. Ja, es ist hier in Berlin so entschieden worden. Aber deswegen geht man ja... Gerichte und so weiter. Also
Aber deswegen geht man doch zu einem Gericht. Und weil ich ja, also ich bin, wir leben ja hier, deswegen muss ich ja dann theoretisch auch nach Berlin erstmal. Aber wir müssen uns doch dann irgendwann sagen, ja klar, hätte das, hätte. Lassen wir mal das Strafrechtliche. Okay. Meinen Sie denn das, was ich gerade angesprochen habe? Mhm. Meinen Sie, dass ein junger Mensch, der diese Texte liest, dass der völlig davon unbeeindruckt ist und das richtig einordnen kann? Das war jeder. Oder meinen Sie, dass das doch auch in eine andere Richtung gehen kann? Dass jemand vielleicht Hass entwickelt auf Schwule? Kann. Dass jemand Hass entwickelt auf mich oder auf andere? Mir ist es sowieso wurscht, ob Leute auf mich Hass entwickeln oder nicht, aber Schwule und andere Gruppierungen, die in ihren Texten dann auch negativ erwähnt werden. Ganz kurz, sein, wenn Sie jetzt was ganz kurz von mir sagen. Die Frage an Sie, Herr Törling, glauben Sie, die Kraft der Musik oder die Kraft der Kunst ist derart gewaltig, dass sie Menschen derart beeinflussen kann? Ich bin 1,5 Jahre im NSU-Untersuchungsausschuss gewesen. Mhm. Und welche? Und wir haben NSU-Untersuchungsausschuss, der sich mit den Morden beschäftigt hatte, ausgeübt von Neonazis. Und die Musik spielt eine ganz richtige Rolle, auch gerade im rechten Bereich. Ja? Wie man auf junge Menschen dort Einfluss nehmen kann, das ist immens. Und das ist auch das, was ich in diesem NSU-Untersuchungsausschuss auch mitbekommen habe, dass über die Musik junge Menschen sehr schnell gewonnen werden können. Das ist jetzt nicht die Absicht, das unterstelle ich Ihnen auch nicht. Ich will Ihnen nur sagen, Musik hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung für junge Menschen. Und junge Menschen werden sehr leicht durch Musik beeinflusst. Das ist ja auch richtig in vielen Bereichen. Nur da muss man eben halt auch mit den Songtexten aufpassen und man muss vielleicht auch mal sehen, dass einiges nicht falsch eingeordnet wird. Und wenn sich dieser Hass entwickelt, ich meine gerade auch, weil ich bin ja selbst Muslime, übrigens alles Gute zum Bayram. Ja, wünsche ich Ihnen auch in Ihrer Familie alles Gute. Ihnen auch. Und gerade junge Muslime, die dann in einem bestimmten Kontext hier in Berlin, in bestimmten Stadtteilen aufwachsen, wenn die mitbekommen von einem Vorbild, Sänger, Schwulenfeindlichkeit, wenn sie mitbekommen, der und der soll umgebracht werden oder was weiß ich, ja, in den Texten, die man durchaus falsch verstehen kann. Jetzt mal halt die Klappe, ist die eine Seite, aber andere verstehen es vielleicht anders. Dann meine ich, ist so ein, oder die Verantwortung dafür, wenn man als Musiker in Erscheinung tritt, ist eine sehr große. Soll nicht heißen, dass das nicht im Rap zugespitzt gehen soll, natürlich. Natürlich sollen auch Namen mal genannt werden, aber wenn der Angriff dann ausgeht gegenüber Gruppierungen und anderen, dann ist für mich dann auch irgendwann die Grenze erreicht. Aber du, Bushido, du distanzierst dich ja dann quasi auch von dieser Funktion als in Anführungszeichen als jemand, der führt. Du sagst einfach, ey, die Erziehung ist Sache der Eltern, so ich kann nicht jemanden komplett versauen, entweder der ist halt irgendwie schon unerzogen und hat irgendwie von seinen Eltern nicht die richtigen Werte bekommen. Oder er ist halt einfach von alleine komplett gaga. Also, oder kannst du das verstehen, dass man dir dann auch hier teilweise unterstellt, dass du doch einen immensen Einfluss auch auf Menschen hast und offenbar auch auf deren Psyche? Weil wenn jemand dir oder deinem Ruf folgen würde, jetzt irgendwie Löcher in Frau Roth zu schießen, wäre das ja jetzt irgendwie nicht nur, weil ich bin Fan von Bushido, sondern heißt ja auch, ich bin bescheuert, ich töte jemanden und mir ist klar, dass das eine Straftat ist. Mhm. Ist richtig, ich will da gar nicht widersprechen, das heißt, ich bin mir schon bewusst oder ich sage auch natürlich, dass ich einen immensen Einfluss auf Jugendliche oder generell halt einfach auf Menschen habe. Wollen wir einfach mal Menschen sagen, es sind nicht nur Jugendliche, die mir zuhören. Es gibt natürlich Dinge, da freut man sich, das heißt, wenn wir jetzt alle sagen, ja, hey, kommt alle in den Hashtag 988 Kiss Bushido und alle machen das, dann freut man sich, oh geil so, aber wenn es dann halt irgendwie ein Problem gibt, sagt man, oh nee, Moment mal, du bist falsch aber mit deiner Verantwortung umgegangen. Ich finde einfach nur Folgendes, die einzigen Leute, die meine Texte falsch interpretieren, sind die Typen, die keine Ahnung von Rap haben. So, das ist Herr Tören beispielsweise. Also nicht falsch verstehen, ne? Weil Sie... Also ich so viel Ahnung habe ich davon auch nicht. Eben. Also muss ich auch nicht. Klar, weil Sie sich ja nicht damit auseinandersetzen. Das ist halt nicht Ihr Metier. Ich habe, denke ich mal, in den Feldern, in denen Sie sozusagen sich verstärkt bewegen, davon habe ich keine Ahnung. Ne? Ist ja auch alles okay. Meine 14-jährige Nichte hat sehr viel Ahnung davon und die hört aber K1. Und ja. Die hat in ihrem Zimmer auch überall Poster von ihr. Wenn ich da reingehe, ja, dann muss ich sagen... Kriege ich das Kotzen. Wieso? Kay, liebe Grüße. Ja, also Kay, ich glaube, du und Serkan, ihr werdet auf jeden Fall nicht mehr so richtig dick gehören. Nein, aber der Punkt ist ja der, dass... Der macht aber gar keinen Rap, glaube ich, ne? Ja, weiß oder? Ich nicht, keine Ahnung. Kann man auch drüber reden. Nein, aber der Punkt ist ja der, dass eigentlich nur die Leute aufschreien, die mit der Materie nicht vertraut sind. Die Leute, die Bescheid wissen über Rap, so, die wissen, wie das genommen wurde. So, hätte man dieses Ding nicht so aufgeplustert, ja, ich schwöre dir, niemand hätte über Serkan Tören geredet, negativ, niemand hätte gedacht, Claudia Roth, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter und so fort. Es wurde natürlich... War das keine Absicht von Ihnen, dass das so gut Nein, natürlich nicht.
Was denn sonst? Also, das war, ich habe Sie machen also Songs für, jetzt sage ich das Wort wieder, eine kleine Minderheit, die dann so 100 Leute oder so, die das dann hören. Und dann, Herr Dürren, ich verkaufe über 200. Nein, so war es nicht gemeint. Das war jetzt ironisch gemeint. Also Sie wissen noch, wenn Sie einen Text nehmen. Ja. Und Sie wissen noch, welche Auswirkungen das hat. Das können Sie jetzt nicht sagen, ja, ich mache mal eben einen Text und völlig unverantwortlich und wenn einer das in den falschen Hals kriegt und da, was weiß ich, dann Hass gegenüber anderen Gruppierungen entwickelt. Aber das passiert doch gar nicht. Das ist seine Sache. Das passiert doch gar nicht. Für eine kleine Gruppe, die das versteht. Nee, keine kleine Gruppe. Nur die große Gruppe, die diese Musik sozusagen hört und sich damit auseinandersetzt, die verstehen das auch richtig. Ja. Und noch nie irgendjemand meiner Fans oder Menschen, die sich mit Hip-Hop auseinandersetzen, aktiv, ist jemals drauf gekommen, dass ich homophob wäre. Das ist ja das Lustige. Leute, die dagegen ätzen, aufschreien und sagen, der ist frauenfeindlich, homophob, kriminell und dies und das, das sind alles Leute, die noch nie damit was zu tun hatten. Jetzt haben Sie vorher noch einen anderen Punkt erwähnt, der mich auch immer, also weil Sie da auch ein bisschen ausgewichen sind. Das ist ja diese Karte nochmal. Vom Nahen Osten ohne Israel. Mhm. Ich meine, jedem ist es benommen. Ich kritisiere auch Israel für die Dinge, die da passieren, auch dass die da nicht richtig hinter der Zwei-Staaten-Lösung hinterher sind und so weiter und so weiter. Aber wenn man auf der Karte, die sie ja immer noch benutzen, das wusste ich jetzt nicht. Ja, aktuell auch. Ja, Israel nicht drauf ist, heißt das ja, ich stelle das Existenzrecht eines Landes in Frage, das eigentlich zur Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland gehört. Man muss nicht Freund Israels sein, man kann Israel kritisieren, das mache ich auch. Aber Staatsräson, nochmal auch jetzt was hier wieder Vorbild. Staatsräson, ja, Israel, ein gutes Verhältnis zu Israel nach der Nachkriegszeit hat sich das entwickelt, dass man sagt. So ganz freiwillig, ganz, gutes Verhältnis. Nein, aber dass man auf jeden Fall, das ist Grundpfeiler des Staates, ist eine gute Beziehung zu Israel. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das Grundpfeiler ist. Jetzt sind wir hier in Berlin, auch hier viele junge Muslime. Ich bin ja selber Muslime und wenn man dann eben so eine Karte in der Öffentlichkeit hat. Und ich verbinde das damit, dass da tatsächlich das Existenzrecht Israels auch in Frage gestellt wird. Was kann das denn sonst für eine andere Bedeutung haben? Mich würde gerne interessieren, warum haben Sie denn diese Karte noch da? Also ohne wirklich die Kritik an Israel zurzeit, teile ich zwei Staatenlösungen, die kommen nicht dahinterher. Wir haben jetzt immer einen Fokus politisch ganz woanders. Aber was ist das mit dieser Karte? Das verstehe ich nicht. Gerade junge Muslime, die hier in Berlin und was weiß ich wo aufwachsen, glauben Sie nicht, dass Sie da eher auch in dieser Vorbildfunktion denen sagen, Israel gibt's gar nicht? Naja, ich würde sagen mal nee, wa? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Auf gar keinen Fall. Glaube ich auf gar keinen Fall. Und nochmal andersrum, ne? Also damit Sie auch meine Beweggründe wissen. Die Karte ist ja, hat ja in meinen Twitter-Account sozusagen in einer Zeit gefunden, da wurden die Angriffe auf den Gazastreifen und so wieder extrem erhöht. Und ich wollte einfach so auch meine Solidarität bekunden, ja, genauso solidarisch, wie ich mich auch heute den Flüchtlingen verbunden fühle, die hier nach Deutschland kommen, ja, und habe gegoogelt und habe das genommen und habe das halt so als Profilbild gehabt und auf einmal regt sich jeder auf, weil da Israel nicht zu sehen ist. Dann denke ich mir so, okay, Moment mal ganz kurz, so, wie sah denn die Karte irgendwann mal aus? So, vielleicht ist das ja auch... Könnte man zurück zur Bibel gehen und noch weiter, wie sah da die Karte aus? Ja, na klar, eben. Also ich habe das auf jeden Fall, das war von meiner Seite aus kein Angriff auf Israel oder sonst irgendwas. Das ist ja aber klar, und nach der Kritik haben wir immer noch da. Um Gottes Willen, je mehr Kritik kommt, umso weniger werde ich mich bewegen und die Karte wegmachen. Ist doch voll logisch, weil wenn sich irgendeiner darüber aufregt, das ist ein Grund, ist sogar, ich würde mir sogar ein zweites Profil anlegen und nochmal dieses Ding nehmen, so, weil ich sage mir, ey, Moment mal, entweder wir reden hier vernünftig miteinander, ich werde gefragt, warum, wieso, weshalb, wir suchen einen Konsens, ja, und dann eventuell, vielleicht fällt mir ja auf, ich habe einen Fehler gemacht, kann ja alles sein, ich bin ja, Gott bewahre, ja nicht unfehlbar, ne, aber Leute, die mich nicht kennen, mich dazu zwingen zu wollen, nein, macht da keiner, aufgrund der politischen Korrektness, ich soll jetzt irgendwas machen, nein, Gott bewahre. Das hat auch damit nichts zu tun. Also Kritik, ich sag's ja nochmal, Kritik ist gut und sollen sie auch machen. Also ich war ja selbst im Flüchtlingslager und habe mir dort die Situation angeguckt von Palästinensern. Das ist eine schreckliche Situation. Und dass diesen Menschen da geholfen werden muss, ist auch selbstverständlich. Man soll auch durchaus Israel kritisieren. Und für mich endet das dann da, wo man das Existenzrecht in Frage stellt. Das machen Sie ja gar nicht. Nein, tue ich gar nicht. Was ist das denn? Quatsch. Wir können doch nicht. Quatsch. Stellen Sie mir vor, wissen Sie, das ist der einzige Weg? Wenn Sie eine Karte da haben, wo irgendein Land nicht drauf aufgezeichnet ist, was heißt denn das? Wenn diese Karte so auch mal existiert hat, so, dann ist das ja auch okay.
Ich spreche doch keinem Land ein Existenzrecht ab. Ja, ich würde mal gern wissen, ob ich, wenn ich jetzt ein Foto von Mittelamerika als Profilbild hätte und da wäre irgendwie eine Grenze von Peru oder von Costa Rica weniger, würden Sie sich dann genauso aufregen oder weil es jetzt Israel ist? Es geht nicht um die Grenze, sondern dass ein Land völlig fehlt. Ich bin der Meinung so, dass das so, wie es dort ist, nicht okay ist. Das ist meine Art und Weise, wie ich die Leute dazu anrege, darüber zu reden. Ja? Würde ich das nicht machen, würden wir jetzt gar nicht darüber reden. Weil sie würden niemals von alleine hierher kommen und sagen, wissen Sie was, ich wollte Ihnen auch noch sagen, so, das, was mit den Palästinensern passiert, so finde ich auch gar nicht okay. Ja, was Israel da alles so veranstaltet, so ist nicht okay. Würden wir doch gar nicht drüber reden, hätte ich diesen Avatar nicht. Aber richtig ist, Sie sagen also, Existenzrecht Israels, alles okay. Herr Thören, richtig ist, ich bin und versuche, ein vernünftiger Mensch zu sein, ja, der nicht homophob ist, der kein Frauenhasser ist, der nichts gegen Herr Kantören hat. Ja. Glauben Sie im Ernst, ohne Scheiß. Ja, ich kriege für den ganzen Scheiß hier gar nichts. Ja, so. Wenn ich so ein krasses Problem mit Ihnen hätte, würde ich einfach sagen, hey, na klar, lad ihn doch ein. Nein, ich sage, ja, ist ja richtig. Aber damit wir, das, was Sie sagen, ist jetzt Spaß. Was ich in meiner Musik sage, ist also immer ernst. So, ich möchte ja auch einfach hier nochmal klarstellen, weil Sie ja sagen, so, ja, aber es kann ja immer so viel missverstanden werden von Ihnen und das kann missverstanden werden und das kann in den falschen Hals geraten und so. Deswegen will ich ja jetzt gerade auch nochmal explizit deutlich machen. Also freuen Sie sich doch darüber, dass ich hier einfach klare Worte finde und sage, ich habe nichts gegen Sie. Nie gehabt. Sie haben einfach Ihre Klappe aufgemacht, ist Ihr gutes Recht. Ich habe meine Klappe aufgemacht. So, ich habe gedacht, oder ich meine, es war mein gutes Recht. Ich habe nichts persönlich gegen Sie. Ich würde mich nicht freuen, wenn Sie in Ihrer körperlichen oder auch geistigen Freiheit eingeschränkt werden würden, von niemandem, ja, auch nicht von einem verrückten Bushido-Fan, weil dann würde ich erstmal dem Idioten sagen, pass mal auf, lass den Typen in Ruhe, ja, aber der hat gesagt, du bist Bambi, und ist so, okay, lass ihn doch mal reden, so, lass ihn doch reden, ist doch sein gutes Recht, ja, so, ich bin kein homophober Typ, so, ich mache vernünftige Geschäfte mit vernünftigen Menschen, ja, und erteile Vollmachten, die absolut legitim sind und die jeder x-beliebige Geschäftsmann schon in diesem Land erteilt hat, notariell bekundigt. Ja, gibt es so viele Leute, die das verteilen. Und wo ist das Problem? Ja. Wenn, es gibt ganz ehrlich, Herr Thören. Zuhörer jetzt, es gibt Vollmachten, die kann man auf ein Geschäft beschränken. Klar, kann man machen. Ja, und dann gibt es aber auch eine Vollmacht, da gibt man alles weg. Genau. Und Sie haben was gemacht? Sie haben alles weggegeben an eine Person. Zeitlich begrenzt war das, aber zeitlich begrenzt. Und es ist eine Person, ganz ehrlich, mein Bruder, vertraue ich alles an. Verstehen Sie, was ich meine? Und Arafat Abu Shaka ist wie mein Bruder. Ja, aber dann gibt's gibt's aber egal, gar nichts. Sind wir wieder am Anfang der Diskussion. Gibt's gar nichts. Sie können Ihre Meinung so vertreten, wie Sie das gerne möchten. Respektiere ich in allen Ehren und bei allem Respekt auch. Ne? So, deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns beide mal sehen, weil Sie haben von mir einen Text gehört. Ich habe von Ihnen, sagen wir mal, einen Tweet gelesen. Nicht gut gelungenes Video. Ach, von mir gesehen, ja? Ja, dieses Video halt, ne? Von Stress. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Klicks das hatte? Ja, aber nach dieser Bild-Zeitungsgeschichte dann. Also, ich fand das Video nicht so toll, muss ich sagen. Der Song. Naja, die war schon besser. Ob jetzt die Bild großartig dazu beigeholfen hat, deine Klicks zu kriegen. Warum haben Sie denn diesen Mercedes am Ende nicht richtig verbrannt? Sondern das war ja irgendwie so eine. Eigentlich wollte ich Teil 2 machen. Ja. Und da wollten Sie den Mercedes verbrennen. Der sollte dann brennend anfangen, das Video. Hat nicht ganz geklappt. Dann ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Nein, aber Sie sehen doch mal. Wir sind zwei Typen, die auf bestimmte Sachen einfach komplett verschiedene Meinungen haben. Ja, ist einfach so. Ist auch kein Problem. Aber es muss doch gar kein Problem zwischen uns beiden sein. Habe ich auch nicht. Nee, ich sag ja. No, ich auch nicht. Und deswegen sage ich, es ist auch cool, auch, dass Sie mal hierher kommen, weil jetzt können wir das ein für alle mal klären. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Ich finde Sachen, die Sie sagen, Quatsch. Sie finden Sachen, die ich sage, Quatsch und die ich mache, genauso. Aber auch selbst, wenn wir Sachen machen, die dem anderen nicht gefallen, das muss doch zwischen uns gar kein Problem werden und wir müssen das auch gar nicht hochkochen. Ja, und Sie können sich sicher sein, dass ich sehr, sehr bedacht darauf bin, Leuten, die meine Musik hören, Gutes mitzugeben. Ja, weißt du, Beispiel, der Sohn von BJ Barry, glauben Sie, ich würde ihm auch nur einmal irgendeinen Quatsch erzählen und sagen, hey, pass mal auf, ich sag dir mal ganz ehrlich, so Schwule sind nicht okay und das ist nicht okay und das ist nicht, niemals im Leben nicht. Niemals im Leben nicht. Absicht, klar. Wie meine Frage ist, meine Musik, wie interpretiert ihr das später jetzt? Gucken Sie mal, ich frage Sie jetzt was. Es gibt in Amerika eine Frau, die an einer Universität Kunst studiert. Diese Frau hat für ihre Diplomarbeit oder ich weiß es nicht genau, ich will nichts Falsches sagen, aber ich hoffe, Sie können mir einfach so mal folgen, auch wenn ich vielleicht irgendwas jetzt verwechsle. Die hat für ihre Abschlussarbeit ein Kunstprojekt gestartet. Sie hat eine Vergewaltigung vorgetäuscht, ist dann auf ihrem Campus an einer Matratze gekettet rumgelaufen und hat den vermeintlichen Studenten, der sie vergewaltigt hat, sozusagen an den Pranger gestellt.
Als irgendwann rausgekommen ist, der Typ hat massig Probleme bekommen. Ja? Der wurde von der Universität gefeuert, der hat irgendwie, keine Ahnung, Drohbriefe, Frauenorganisation, Alice Schwarzer etc. pp. Der hat den volle Breitseite bekommen. Am Ende hat sich rausgestellt, das war ein Kunstprojekt. Wenn Sie ja schon erwähnen, massenweise E-Mails und so weiter, die habe ich auch bekommen nach diesem. Naja. Und die waren krass. Glauben Sie, ich kriege die? Waren krass. Und da konnte ich auch schon sehen, dass die Fans von Ihnen einiges nicht richtig einordnen können. Genau, aber ich kriege auch so eine Mails. Ja, das ist das, von was Ihren ich Fans. Sind es nicht so viele, ja, aber. FDP, ganz ehrlich, natürlich. Was? Gut, den Fans oder was? Gut, mal sagen, ganz ehrlich, Alter, so heutzutage. Ja, das auch. Nochmals. Diese aber die Mails, FDP ist ein bisschen Mails? Offener auf. So hatten wir da Aufschwung, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht. Sie sind. Ich doch, hoffe mal, ich denke mal. Ne? Also, so, ne? FDP habe ich gehört, so jetzt mit lila Farbe und so, ist doch jetzt total cool geworden. Na, sehen Sie. Vielleicht mache ich noch einen Strich durch die Rechnung. Ist ja vielleicht auch, ich meine, Sie sind ja hier auch Berlin ein Unternehmer und haben viel mit dem Staat zu tun, dann, der Ihnen da irgendwelche Barrieren vorsetzt und auch steuerlich und so weiter. Machen Sie doch, wählen Sie doch die FDP und dann haben Sie diesen ganzen Stress nicht mehr. Ich habe gar keinen Stress. Ich bin nein, ich meine jetzt wirtschaftlich, dass man da der Staat nicht versucht, ich bin, einzugreifen. Ach, aber anderes Thema. Der Staat soll bekommen, was dem Staat zusteht. Steht. Herr Thürer, ich muss ganz kurz reingrätschen. Wir haben tatsächlich einen Hörer, der gerne mit Ihnen reden möchte und sich mal zu dieser ganzen. wir hoffen natürlich auf das Beste. Das ist ein Mädchen, wie gesagt, gekriegt habe. Ja, ich unterbreche wenigstens, nur. Wenigstens, ganz ehrlich, am Ende des Tages haben Sie wenigstens so viel Respekt vor mir, dass Sie der Einzige wirklich mit Eiern sind, der sich hierher setzt und sagt: Hey, okay, klar, wir reden miteinander. So. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist schon mal Respekt, weil weder Wovereit sitzt hier noch Claudio Roth, obwohl Claudio Roth hat sich nicht so sehr aufgeregt. So, Sie sitzen hier und Sie reden mit mir. Das ist ja schon Respekt genug. Also bin ich schon mal positiv überrascht, Herr Thürer. Dankeschön. Immer gerne. Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Flo, bist du dran? Ja, ich bin dran. Hallo, hier ist Tolga von KISS FM. Ansonsten Hallöch. Haben wir auch noch den Herrn Thürer von der FDP hier und natürlich Bushido. Hey Flo, wie geht's? Guten Tag. Hörst du uns? Ja, ich höre euch. Super, wie geht's dir? Alles gut? Alles gut. Sehr schön. Bist du volljährig? Noch wach. Der hört sich volljährig an. Wie alt bist du, 23, Digga? 24. Ich bin 28. Du bist 28, okay, also volljährig. Also sozusagen wahlberechtigt, ja? Genau. Super, wir sitzen hier mit jemandem zusammen, der aus der FDP kommt. Kennst du die FDP? Na sicher. Du weißt aber, dass FDP nicht Fick die Polizei heißt, ja? Natürlich. Okay, gut, hätten wir das vorneweg geklärt. Erstmal liebe Grüße nach Tempelhof. Ja? Nee, auch nicht. Danke. Lieber Flo, und du hast eine Frage an unseren Gast, Herrn Thürer. Genau, da habe ich eine Frage. Und zwar, ich frage mich die ganze Zeit, wenn er ja angeblich, sage ich mal, so eine Angst hatte die ganze Zeit und sich bedroht gefühlt hat, wie das jetzt, sage ich mal, für ihn jetzt ist, auf einmal neben Bushido zu sitzen und irgendwie jetzt miteinander diskutieren könnt. Warum konntet ihr das nicht vorher machen, wo das Thema gerade am Start war und nicht irgendwie erst 2 Jahre später? Sprich, du meinst, wieso passiert das Ganze jetzt exklusiv bei KISS FM? Was uns natürlich freut an dieser Stelle. Ich meine, warum hat Herr Thürer, wenn es ihn so angekotzt hat, das Gespräch als jetzt gesucht? Also wir hätten auch vorher schon reden können, ne? Also es war schon 2013, da ist ja aber was leider passiert und dann war ich hier weg in Berlin. Was ist denn passiert? Und das ist dann das Wahldebakel? Oder was? Genau das. Sie haben mich nicht gewählt. 5%-Hürde. Sie haben mich nicht gewählt, das war das Problem. Stimmt. Und dann war ich erstmal weg in Berlin. Also ich hätte aber gerne, wahrscheinlich ist das Interesse auch bei den Medien dann verflogen. Sonst hätten die wahrscheinlich irgendwann noch sowieso dafür gesorgt, dass wir dann zusammenkommen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, dann war das auch uninteressant. Es gab ja auch noch einen zweiten Song, den sie gemacht hatten. Das war irgendwas mit Sido und dann noch diesen Steve Urkel. Da wollte ich auch übrigens zu sagen, also Steve Urkel ist doch eigentlich eine ganz nette Person. Ich weiß gar nicht, was sie Sido und Steve Urkel? Sie haben nochmal ein Lied gesungen. Sie wissen gar nicht mehr, was sie gesungen haben. Weil mit Steve Urkel habe ich noch keinen Song gemacht. Nein, mit dem haben sie nicht, aber dann haben sie gesagt, Serkan Thürer sei Deutschlands Steve Urkel. Und also die Person habe ich ja in den 80er Jahren, glaube ich, lief die Serie. Naja, war ein Kompliment an Sie. Habe ich geguckt, das doch. Oder finden Sie das, fanden Sie das? Nein, den Songtext fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Wie Sie finden, wenn ich sage, Serkan Thürer ist schlimm. Ja, Deutschlands Steve Urkel? Fand ich nicht schlimm. Wissen Sie, wie viele Frauen Steve Urkel bekommt?
Auf jeden Fall. Wollte gerade sagen, Dicker, Steve Urkel ist ein mieser Player. Nein, das war aber wirklich eine tolle Serie, habe ich gerne geguckt, deswegen habe ich nicht ganz verstanden. War das auch es war ja ein Kompliment. Sehen Sagen Sie mal, Herr Thüring, nehmen Sie doch nicht immer alles negativ Sie aus. Sie legen auch Ihre Texte aus, wie gesagt. Also ich bin der Einzige, der sie auslegen kann, weil ich habe sie gemacht. Genau. Das ist ja das Lustige, das ist ja wie Kunst. Wenn ich in eine Galerie gehe, dann stehe ich davor, dann fragt man mich so, okay, was denkst du? Ich sehe einen schwarzen Punkt an der Wand, das ist Kunst. Nein, nochmal zur Frage, also ich wäre auch vorher gerne zusammengekommen, warum nicht? Dann hätte man darüber diskutieren können. Ich glaube, ich halte das auch für wichtig, gerade jetzt, viele junge Menschen hören hier zu, dass man dann auch, wie gesagt, diese Texte entsprechend richtig einordnen kann. Was ist damit gesagt worden? Und ich habe es anders eingeordnet, als Bushido es einordnet und das Flo, wir auch darstellen können. Eine Frage. Würdest du theoretisch durch einen Text von mir so weit beeinflusst werden, als dass du plötzlich eine sehr komische Meinung annehmen würdest? Guck mal, Bushido, ganz ehrlich, also alleine die Frage, du weißt selber, dass die Frage witzig ist, weil ganz ehrlich, jeder Mensch, der ein bisschen Gehirn besitzt und einfach weiß, was Rapmusik ist und was es bedeutet, der braucht sich diese Frage gar nicht zu stellen. Ja, weil ganz ehrlich, guck mal, ich bin mit deiner Musik aufgewachsen und habe auch eine gute Erziehung genossen und da weiß ich schon, was ich da raushöre oder wie ich die Sachen aufnehme. Okay. Und am Ende ist es deine Kunst so. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ich habe dich damals in der Hookah-Bar kennengelernt, in der Zoffnerstraße. Nicht so lachen, das hat nichts mit Hooker, mit dem englischen Begriff für Nutte zu tun, ja? Nein, das war eine Shisha-Bar. Herr Zöhrin, keine Ahnung, welchen Hooker-Bar Sie sich rumtreiben, aber was? nee, das war eine Shisha-Bar in der Zoffnerstraße. Okay. Und da haben wir beide auch ein bisschen miteinander gequatscht. Ah, das war die, von Abdallah, das Café, ne? Genau, von Abdallah, ja. Genau, wo es so runtergeht. Ja, ja, okay, cool. Takli. Abdallah und Dodo und die ganze Zeit. Genau, okay, cool. Alles klar? Und und sag mal so, ganz ehrlich, wenn man dich ein bisschen kennenlernen kann oder so die Möglichkeit hat so, dann weiß man, dass du ein ganz entspannter Typ bist und dass man mit dir immer reden kann so. Und deswegen finde ich es auch immer Quatsch, dass irgendwelche Politiker dann sagen, ja hier, der macht dies und der macht das. Setz dich doch einfach mit dir hin und red mit dir und ich sag mal so, ganz ehrlich, wenn Herr Thüring jetzt immer noch eine komische Meinung von dir hat, nachdem das jetzt miteinander normal gesprochen hat, dann weiß ich auch nicht, ganz ehrlich. Ja, ich sehe es genauso, aber das ist ja eigentlich komisch, weil du bist ja eigentlich ein ganz entspannter, halbwegs gebildeter Mensch, der sich auch artikulieren kann so, und dass du jetzt nach Stress ohne Grund nicht plötzlich homophob geworden bist, so, weiß ich gar nicht, was mit dir passiert ist. Aber er hat ja einen entscheidenden Satz gesagt. Bitte? Er hat gesagt, dass er zu Hause gut erzogen worden ist. Naja. Was machen wir denn jetzt mit diesen ganzen Jugendlichen, die eben nicht zu Hause gut erzogen werden? Ja, was mache ich denn mit denen? Was machen wir dann mit denen, wenn die diesen Text eben falsch einordnen? Aber Herr Thüring... Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch wirklich ganz einfach. Gucken Sie doch mal, jeder Mensch hat von Gott einen Verstand bekommen. Und jeder Mensch kann etwas verstehen. Und selbst wenn jetzt Leute diesen Text falsch verstanden hätten, dass Bushido meinte, sie sollen ins Gras beißen, von wegen, dass sie jetzt sterben sollen, wurden sie jetzt jeden Tag von 600.000 Jugendlichen verfolgt, die sie jetzt umbringen wollten? Nein, weil es einfach Quatsch ist. Es ist doch nur ein Text, das sind nur Wörter. Das ist genau das Gleiche wie, als wenn jetzt jemand von dem anderen was zur Mutter sagt. So. Das sind auch nur Wörter so. Da ist doch nicht, wenn ich sage zum Beispiel, ey du, ich stech dich jetzt ab. Das sagt man so im Sprachgebrauch. Geht jetzt auch gar nicht um, sondern ich werde jetzt niemanden abstechen. Die Frage ist doch, wenn man diese Vorbildfunktion hat und solche Lieder dann singt, ob dann nicht jemand, der hier irgendwo in einem Stadtteil dann aufwächst, Hass auf Schwule hat und Hass auf, ich weiß nicht was, Israel und so weiter. Das ist die Fragestellung. Es geht auch nicht darum, ob durch den Songtext jetzt Serkan Türen angegriffen wird. Nein, das ist doch wurscht. Aber Sie haben doch gerade... Sondern die Frage ist, wird ein junger Mensch eventuell homophob, wenn er solche Songtexte andauernd hört? Nein. Über den Begriff Natürlich nicht. Im Rap, natürlich nicht. Hat man von Anfang an was gegen Schwule? Und dann findet man das vielleicht gut, wenn man das homophob versteht. Oder man hat nichts gegen Schwule und ist tolerant und sagt, ey, wir leben alle zusammen, wie Bushido vorhin gesagt hat. Wir leben alle zusammen und es klappt doch auch. Oder sehen Sie jetzt jeden Tag, dass Bushido irgendwie aus seinem Auto irgendwelche Flaschen auf Schwulen schmeißt oder so? Das ist doch Quatsch. Ja, ist ja auch Quatsch, ganz genau. Aber so stellt man mich ja dar, als würde ich das wirklich jeden Tag tun. Und das ist ja auch die Verantwortung, die eine Serkan Türen auch beispielsweise hat. Denn das sind auch Menschen, denen wird auch zugehört. Und dass die mir so einen Quatsch an den Kopf werfen, und dann wieder diese Hetzjagd mit Abu Shaka und bla 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 und so.
Das finde ich eigentlich viel gefährlicher, weil auf der einen Seite so symbolisieren sie doch auch einigen Menschen, die das für bare Münze nehmen, was sie erzählen, dann glauben sie ja den Quatsch, den sie da hier gerade von sich gegeben haben, beispielsweise. Ne? Ja. Aber gucken Sie mal, der Junge hier am Telefon, der hat das genau richtig gesagt. Ich kenne den Typen, also Flo, nicht falsch versteht, ich kenne den Typen gar nicht. Wir haben uns jetzt mal gesehen und so, alles cool. Das ist jetzt nicht einer, der von mir bezahlt wurde und damit ich gesagt habe, Dicker, ruf mal jetzt an, sag mal, ich bin voll der korrekte Typ und so. Das ist irgendein Typ, der meine Musik hört, der theoretisch gar nicht weiß, wie ich sie gemeint habe, weil er hat sie nicht gemacht. Er hört sie, aber er weiß damit umzugehen. Er hat gesagt, er hat eine gute Erziehung genossen. Was kann ich denn noch tun, als von den Eltern zu erwarten, ihre Kinder dementsprechend zu briefen, ja, dass sie mit den Dingen, die auf sie einprasseln im Leben, einfach auch damit sie damit klarkommen können. Das ist doch meine Aufgabe. Ich muss jeden Tag mit meinen Kindern zusammensitzen. Schaffen das alle Eltern? Ich schaffe das und ich kümmere mich um meine Kinder. Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich bin verantwortlich für meine Kinder. Ja, aber schaffen das alle Eltern, den Kindern zu vermitteln? Bushido hat einen Songtext und der meint das gar nicht so, sondern der sagt einfach nur, Klappe halten. Schaffen das alle Eltern? Also ich sag mal so, mir ist noch kein Fall bekannt, der darauf zurückzuführen ist, dass irgendeiner mal irgendeinen Song von mir mal falsch verstanden hat. Gibt es nicht. Gibt es keinen. Es ist doch wie damals. Da gab es einen Durchgeknallten in Amerika, der hat irgendwie Leute abgeballert an einer, ich glaube, wie heißt die Universität? Columbine, glaube ich, hieß das. Columbine, ja? Und der hat dann eine Marilyn Manson CD in seinem Zimmer liegen. Und auf einmal haben die sich angemaßt zu sagen, so, ja, der Typ hat die ganzen Leute abgeknallt, weil er hat Marilyn Manson gehört. Ist doch genauso wahnwitzig. Suchen Sie, Herr Thüring, Sie sind Politiker. Sie haben sich auf Ihre Platte geschrieben, ich möchte dafür sorgen, dass mein Land und die Menschen in meinem Land, dass sie umsorgt werden. In allen Bereichen. Ja? Sie sind Politiker. Sie setzen sich für die Rechte der Menschen ein, für die Demokratie. Naja, umsorgt. Jetzt mal, sagen wir's, nennen wir es einfach mal so ein bisschen romantisch. Ja? Jetzt wollen wir sie jetzt einfach mal ein bisschen so Heldenromantik mal einfach mal sozusagen. Sie reiten auf Rantanplan, oder wie hieß das Pferd von Lucky Luke? Das weiße Ding mit den... Gott. Komm, wie heißt es? Nee, Rantanplan war nämlich der Hund. Ist ja egal. Sie reiten sozusagen den Sonnenuntergang und auf dem Weg ihrer demokratischen Mission. So. Dann ist es doch rein theoretisch eigentlich für Sie ja auch viel wichtiger, eine Frage zu finden, ob Menschen es schaffen, ihre Kinder zu erziehen. Weil ich bin erstmal nur Musiker. Ja? Ich habe natürlich einen immensen Einfluss auf die Menschen und ich versuche dem auch nachzukommen. Aber Sie müssen mir doch verraten, ob Eltern ihre Kinder erziehen können. Warum nicht? Warum gibt es keine Angebote? Warum werden Eltern sozusagen nicht... Das ist nicht, aber nicht die Fragestellung gewesen, die ich hatte, sondern es ging mir eben gerade um die Fragestellung, welchen Einfluss hat Musik auf Kinder und was ist da mit dem Einfluss, wenn ich bestimmte Texte nehme? Herr Thüring, darf ich mal ganz kurz reingrätschen? Ich frage mal eine Sache. Gucken Sie mal, Sie gehen zu Bushido, weil er, sage ich mal, der Größte jetzt in Deutschland gerade ist, ja? Dankeschön. Oder jetzt schon länger ist. Danke. So, es gibt tausende andere Rapper, die Texte machen, wo ihnen die Augen rausfallen. Die werden jetzt vielleicht nicht jetzt irgendwie auf Viva oder was auch immer auf YouTube so krass gefeiert, aber trotzdem sind die Texte da. Und ganz ehrlich, da regt sich keiner auf. So, aber weil Bushido ist einfach derjenige, der die Schlagzeile macht, über den man reden kann, weil er gerade an der Spitze ist, jeder kennt ihn. Und es ist doch genau das gleiche wie Filme. Warum gehen Sie denn jetzt nicht zu irgendwelchen Schauspielern, die, wie, keine Ahnung, wie Arnold Schwarzenegger, der 100.000 Leute wegballert? Das ist doch genau, sowas ist für mich dann geisteskrank. Aber Leute, die das verstehen, die wissen, das ist nur ein Film, das ist Kunst, dann ist es okay. Und bei Bushido ist es auch. Es ist Kunst. Es ist seine Art, sich auszudrücken. Und ganz ehrlich, das ist doch ganz normal. Wenn Sie sagen ja selber, dass Sie nicht mit Rap nicht so viel am Hut haben, dann können Sie doch auch nicht irgendwie dann sagen, ja, der meint es vielleicht so und meint es vielleicht so. Es gibt Sprachen, mit denen ich auch nichts am Hut habe. Und wenn ich jetzt nach Amerika gehe und da kommt einer zu mir und sagt, yo, Motherfucker, dann meint er nicht das, was es auf Deutsch heißen würde. So, das ist dann eine Redewendung. Und ganz ehrlich, wenn Sie dann davon irgendwie nicht so einen Plan haben, dann können Sie sich auch eigentlich gar nicht so wirklich drüber aufregen. Das ist meine Meinung. Oh, du bist so ein geiler Typ. Der Anlass war ja nochmal, das haben Sie vielleicht am Anfang der Sendung nicht mitgekriegt. Dicker, seit Anfang an bin ich so, dabei, den ganzen Tag. Ja, Dicker, der Anlass war ja noch... Der Anlass war ja, dass Herr Serkan Thüring sich aufgeregt hat, wie kann Boda mir den Bambi-Preis verleihen, ja, weil ich Arafat Abushaka eine Generalvollmacht erteilt habe. Das war der Anlass, ja, genau. Das ist doch genauso ein Thema. Sie ganz sind ehrlich. Einfach der Geilste, Alter. Ich schwöre, ohne Witz, ich feiere das. Das ist so Alter. Schlimm. Gucken Sie doch mal. Bushido hat sich doch nicht hingestellt und hat gesagt, hallo, kann ich vielleicht auch irgendwie für den Bambi nominiert werden? Das
Das haben die doch gemacht. Und ganz ehrlich, da der Bambi schon kaum mehr Aufsehen hatte und die einfach gewusst hatten, okay, ganz ehrlich, wenn wir dem jetzt Bushido geben, dann gibt es auf jeden Fall ein mieses Thema. Und daraus ist es doch auch geworden. Und aus welchem Grund soll er den denn zurückgeben? Er hat ihn doch bekommen. Er hat ihn verliehen bekommen. Da war eine Jury, die das bestimmt hat, und die haben ihm den gegeben. Und aus welchem Grund soll er den zurückgeben? Wenn jetzt irgendein Schauspieler einen Oscar kriegt und die sagen, ja, ganz ehrlich, die eine Szene in dem Film, die war nicht so politisch korrekt, gib den mal zurück, dann wird er auch sagen, warum soll ich den zurückgeben? Ihr habt mir den geschenkt, ich habe mir den verdient. Ja, richtig. Herr Thüring, was sagen Sie denn jetzt dazu, mein Lieber? Da sind wir wieder am Anfang der Sendung, ja, mit der Vorbildfunktion und zum Thema Integration. Herr Thüring, ich bin absolutes Vorbild, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich sehe mich als Vorbild, als richtiges Vorbild, als gutes Vorbild, als genau jemand. Deswegen kam ja eine Kritik von mir. Weil sie diese Vorbildfunktion ja haben für viele. Ja, und Menschen. Ich bin es und ich komme dieser Vorbildfunktion super nach. Jeden Menschen, den ich auf der Straße treffe, der mich kennt, kommt nur positiv auf mich zu. Jeder Mensch, der sich mit meiner Musik ernsthaft auseinandergesetzt hat, feiert mich. Das weiß ich nicht. Ja? Und feiert sie die einzigen Pappnasen, die sich aufregen, sind Sie. Pappnase ist natürlich, sorry, ne? Also jetzt, ich meine das jetzt nicht beleidigt. Hallo Flo, Kontenance. Ne? Aber Flo, nicht so gehässig, Alter. Ja? Wir wollen jetzt hier nicht den Anschein erwecken, als würden wir uns hier gegen den Herrn Sakantörin verbünden. Nochmals, diese ganzen hunderte Mails und was weiß ich, was ich bekommen habe, zeigen aber was anderes. Ne? Ja, was, denn, da durchaus, was ist denn jetzt passiert? Ich bekomme jeden Tag Mails auf Facebook. Das ist doch die Diskussion, dass da Jugendliche beeinflusst werden. Und ich kriege jeden Tag Mails auf Facebook, du scheiß Ausländer, verpiss dich aus meinem Land. Das ist schlimm. Haben wir auch bekommen. Was mache ich jetzt, Alter? Ich ignoriere das und mein Leben geht da weiter. Habe ich übrigens solange keiner zu mir kommt. Ich habe solche Mails ja auch bekommen, habt ihr nichts gemacht. Ich habe auch Morddrohungen bekommen von Salafisten und so weiter. Habe ich auch nichts gemacht. Von Salafisten. Der ist der Geilste, wa? Ich feier den. Er ist irre, wirklich. Also ganz ehrlich, öfter mal privat treffen. Das ist Unterhaltung pur. Weil das die Frage ja war, warum Sie? Weil Sie diese Vorbildfunktion haben. Und die kommen doch aber ganz ehrlich, Herr Thüring, Entschuldigung, dass ich Ihnen ins Wort falle, aber was hat denn seine Vorbildfunktion mit dem Bambi zu tun? Er hat doch den Bambi nicht geklaut. Er hat ihn doch bekommen. Ich habe ja auch nicht Bushido angeschrieben, habe gesagt, gib den Bambi zurück. Aber das war ja nicht die Forderung. Flo, du hast es total falsch verstanden. Er hat gesagt, Bruder, soll ich mir wieder wegnehmen? Das ist was ganz anderes. Ja, ja, aber du sollst ihn einfach zurückgeben. So, und ganz nein, du sollst so mir den wegnehmen, Dicker. Der hat nicht gesagt, genau, ich soll ihn zurückgeben. Der ist noch viel schärfer. Der hat mich gar nicht gefragt. Der wollte einfach, dass sie kommen mit ihm wieder klauen, Alter. Ist ja noch besser. Das sind Verbrecher. Das sind richtige Verbrecher. Ganz ehrlich, ich verstehe auch ehrlich gesagt gar nicht, was sie das so in dem Sinne angeht, warum er eine Generalvollmacht hat. So. Das ist doch ganz privat. Das geht kein Schwein auf diesem Planeten, geht das was an. Ja, genau. Das geht doch auch nicht an, wo er sein Auto waschen geht oder keine Ahnung. Das geht niemandem was an. Herr Thüring, Sie sind sehr schwammig in diesen Aussagen. Wir müssen uns ganz kurz an dieser Stelle, lieber Florian, kurz von dir verabschieden, weil wir nämlich gleich den nächsten Gast haben. Dicker, aber ey, danke auf jeden Fall für den Anruf, Alter. Und wie gesagt, ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, auch um Herrn Thüring, weil es natürlich auch scheiße. Nee, ich meine das ernst. Stellen Sie mal vor, jetzt ruft hier einer und sagt so: Ey, du Wichser, ja? Was sagst du da? Nein. Deswegen, so einer bin ich nicht. Genau, finde ich auch schön. Sofort eine Strafanzeige kriegt. Ich weiß, Spaß. Wahnsinn, ey, so viel Spaß, da steckt aber wenig Spaß in dieser Aussage drin. Also ich habe das am eigenen Leibe erfahren müssen, Ihre Strafanzeige, Herr Thüring, und ich bin Ihnen nicht sauer. Ja, das möchte ich auch nochmal klarstellen. Ich bin nicht sauer. Ich vergebe Ihnen. Ja, ich vergebe Ihnen. Und das möchte ich hier auch nochmal klar darlegen. Ich habe Verständnis für Sie, ja, und ich vergebe Ihnen. Müssen das Sie ist nicht ein machen. Großer Schritt. Müssen Sie, machen. Sie müssen mir nicht vergeben, deswegen bin ich auch nicht hier. Sondern die machen doch alle ein bisschen Spaß, Mann. Wenn Sie mit mir zu tun haben, ja, ich lebe von diesem Spiel gemacht. Mit der Sprache. Habe ich wenn, auch gemacht. Ja, Spaß. Aber ich kann es ein bisschen besser als Sie. Und ganz kurz, richtig. Flo, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Rein, bis liebe bald Grüße wieder, nach ja? Tempelhof. Ne? Nein, Mann. Alles klar, alles Gute, ich wünsche euch auch alles Gute. Danke, mein Haltet Freund. Durch und ich werde bestimmt die Tage nochmal anrufen, wenn ihr mich nochmal durchschlagt. Immer gerne. Und Herr Thüring, überdenken Sie nochmal Ihre Meinung. Und Bushido, dir alles Gute, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal auf den Start. Sehr gerne. Alles Gute, mein Freund, ja? Alles klar, viel Spaß noch. Tschüss, tschüss, ciao. Mach's gut, Flo. Ich sehe euch ja wieder in diesem... In der Hookerbar? Ja. Ja, so. Ich habe schon ihr Glänzen in den Augen gesehen, wo sie Hooker gehört haben. Ja, ne? Da muss ich sie enttäuschen. Halt mal ganz kurz fest, der goldene Bambi, er wird nicht zurückgegeben, du behältst ihn definitiv unter keinen Umständen. Also ich glaube... Ja, die Antwort vom Bruder Verlag war, dafür gibt es keine Richtlinien. Also. Es gab auch keine für die Wahl übrigens, gab es auch keine Richtlinien. Ja, es ist halt so, Sie als Politiker kennen sich ja mit schwammigen Aussagen hier aus. Nee, bei mir, also ich glaube, mir kann man sowas nicht vorwerfen, dass ich mich schwammig ausdrücken würde. Im Gegenteil, wenn wir mal ein bisschen gucken, ich drücke mich schon immer klar aus.
Sag auch meine Meinung. Okay, ich google sie mal. Mal gucken, was sie so alle so von sich gegeben haben. Herr Thüren, 2013. Herr Thüren, finden Sie, dass das Gespräch jetzt mit Bushido Ihnen irgendetwas gebracht hat? Sind Sie jetzt schlauer geworden? Tatsächlich, ja. Wunderbar, dann ist ja unsere Intention aufgegangen. Vor allen Dingen nach zweieinhalb Jahren, das war ja irgendwie im Sommer 2013 und das ist das erste Aufeinandertreffen. Insofern fand ich das ganz interessant. Moneyboy hätte jetzt gesagt, nachdem wir zweieinhalb Jahre nicht miteinander gefickt haben. Sehen Sie? Und damit meint er nicht den Geschlechtsverkehr, sondern einfach den Kontakt. Ich weiß, ich habe das auch nicht aufgefallen. Sehen Sie? Wissen Sie, was ich meine? Jetzt stellen Sie mal vor, Sie wissen das jetzt. Stellen Sie mal vor, Sie würden das falsch verstehen und ich sage so, Mann, Tolga, Alter, ich habe jetzt zweieinhalb Jahre nicht mehr mit Sarah Thüren gefickt und so. Was mache ich aber, weißt wenn du? Da irgendein 13-Jähriger ist, der eben das nicht gerade einordnen kann und das eben das Ficken anders verstehen. Nur ganz kurz als Denkreiz, wie ist es denn bei Filmen? Ich meine, es gibt eine Serie, die heißt Dexter, da geht es um einen Serienkiller, der in jeder Folge jemanden ermordet. Diese Serie ist beliebt, hat in den USA jegliche Auszeichnung bekommen, ist Mainstream, der Schauspieler ist sehr erfolgreich, Golden Globe, Regen auf ihn. Darüber wurde natürlich nicht diskutiert, um das jetzt mal nur als Denkreiz in den Raum zu werfen. Er ist Schauspieler, werden jetzt all seine Fans, alle Zuschauer zu Massenmördern, die Menschen mit Säure in der Badewanne wegätzen? Ja, aber er hat ja nur die Bösen umgebracht, das ist ja okay. Das ist ja, aber ne? Also du weißt, was ich meine. Ja, klar, in Dexter gab es aber auch nie eine Konkretisierung, ne? Also dass er da ganz klar und konkret irgendwas gesagt hätte, was durchaus junge Menschen dann verwirren könnte. Nee, er hat einfach nur Leute umgebracht, aufgespritzt, auseinandergenommen und in Miami mit seinem Boot versenkt. Das ist so konkret. Eine Konkretisierung und einen Angriff sehe ich da eigentlich jetzt auf bestimmte, jetzt werden Sie gleich wieder sagen, auf bestimmte Minderheiten oder so habe ich da auch in der Serie. Alter, das glaube ich auch nicht. Ne? Sind Sie auch eigentlich schon lange wach? Ich bin schon lange wach, ja. Ich wollte gerade sagen, wenn ich so gucke, so sehen Sie eigentlich so ein bisschen so unfrisch aus gerade so. Also, obwohl wir eigentlich schon ein bisschen länger wach sein müssten, aber... Also der Vergleich mit Dexter hinkt auch ein bisschen. Ne? Also jeder Vergleich hinkt, Tolga. Nein. Ich meine wirklich tatsächlich diesen künstlerischen Aspekt. Das ist ein Schauspieler, der eine Rolle verkörpert. Die Kunstfreiheit endet da, wo die Würde von anderen aber dann auch verletzt wird. Aber was ist denn, wenn die Rolle sagen würde, ich hasse Barack Obama? Bei Dexter wird da die Würde von irgendeiner konkreten Person oder was weiß ich verletzt? Weiß ich nicht. Habe ich da nicht gesehen. Man kann andere Vergleiche nehmen, ja. Naja, und irgendwann das Gute, die Kunstfreiheit. Genau. Aber das Gute ist ja. Ist gut, aber genau. Vielleicht so auch zum abschließenden Wort. Das Gute ist ja, dass wir sozusagen zwei verschiedene Meinungen hatten. Ja, wir haben beide unsere Meinung einem Gericht kundgetan. Dort wurde entschieden, zu meinen Gunsten, also brauchen wir gar nicht weiter quatschen. Ja, das ist nicht ganz richtig formuliert. Ich habe ja noch andere Sachen auch noch vorhin in die Diskussion gebracht. Wieso soll da ein Gericht entscheiden? Wenn ich jetzt sage, dass meinetwegen auf dieser besagten Landkarte, dass ich das nicht richtig finde, ist es meine Meinung. Definitiv. Ich dachte, wir reden gerade über Stress und Grund. Haben wir auch gemacht, klar. Ja. Aber jetzt zu sagen, ein Gericht hat da geurteilt, ich sage es nochmal, der Einfluss auf Jugendliche ist bei Ihnen immens und damit muss man verantwortungsbewusst umgehen. Das ist meine Meinung. Das ist richtig. Herr Thüren, kann ich unterschreiben, versuche ich auch so gut wie möglich nachzukommen. Wunderbar, dann gebt euch doch mal bitte kurz die Hand, weil wir nicht müssen... Nicht nur das, Mann, ich knuddel Sie auch mal. Kommen Sie mal her, Mensch, Herr Thüren, alles wieder gut. Alles klar. Herr Thüren, weil wir bekommen jetzt nämlich tatsächlich Besuch von alles einem klar. Ihrer Kollegen. Sie können das ja aber tatsächlich mal kurz vorlesen. Sebastian Schall, sehen Sie, ich bin schon hier tatsächlich... Warum trauen sich denn nur die FDP-Politiker hierher? Geht es Ihnen denn so schlecht, dass Sie hierher kommen müssen? Nein, wir stehen auf Ihre Musik, das ist es. und Sie suchen die Konfrontation, was ja schon mal sehr nützlich ist. War das jetzt so gemeint, wie ich es gesagt habe oder nicht? Klar. Das ist jetzt die Frage. Sie sind übelster Bushido-Fan, können sich doch mal outen. Herr Thüren, schön, dass Sie da waren. Tschüss. Einen Danke, schönen Tag noch. Alles Gute, ja? Und wenn ich von Ihnen träume, ey, dann schreib ich Ihnen eine Anzeige. Muss nicht sein. Ich meine, das Träumen, Mann. Ich weiß, das ist ganz in meinem Interesse, glauben Sie mir mal. So, Ladies and Gentlemen, das längste Interview der Welt hier auf 98.8 KISS FM. Mein Name ist Tolga, der Herr neben mir heißt Bushido. Einer der umstrittensten Rapper Deutschlands, der offenbar an sehr vielen Ecken aneckt, aktuell an der FDP-Ecke. An vielen Ecken aneckt. Was ist denn das? Egal, das ist dem Schlafmangel geschuldet. Ja, okay. Ja, mein Vokabular lässt langsam zu wünschen übrig. Kein Problem. Wir haben direkt den nächsten Gast von der FDP. Er wurde gerade auch schon angekündigt. Sebastian Chaya ist jetzt bei uns. Ich komme mir vor wie in so einem Freudenhaus, Alter. Rein, raus. Männer in Anzügen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Tolga, mein Name. Kommen Sie zu extra, uns. Extra angezogen. Hallo. Sehr gerne. So, Herr Chaya, gerade war Ihr Kollege hier bei uns. Ja. Haben Sie das Gespräch mitverfolgt? Ja, auf dem Weg hierher, so bruchstückartig. Okay. Also Ihr Fazit, grob, Bushidos Meinung kennen wir jetzt sehr detailliert und die von Herrn Thüren ja auch. Ja. Was sagen Sie zu der ganzen Geschichte, zu der Diskussion rund um Profilbild, rund um Bambi-Rückgabe?
Ja, also ich finde es gut, dass er sich den Fragen stellt, dass wir hier diskutieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir mal echt darüber sprechen, wie wir sozusagen Politik und Rap ein bisschen übereinkriegen. Mhm. Und was wir mit Musik eigentlich heute erreichen können. Ja. Weil wir als Politik und auch die Jugendorganisation haben immense Probleme, überhaupt die jungen Leute noch für Politik und für unseren Staat und unser System zu begeistern. Und da müssen wir irgendwie alle zusammenwirken. Und deswegen bin ich heute auch hier. Cool, Alter. Ja? Cool, Alter. So. Nee, schön. Schön, dass Sie da sind, wollte er damit sagen. Super, dass Sie da sind, auf jeden Fall. Wie ist denn das? Du? Wie machen wir das jetzt? Ach, mir ist es egal. Wir duzen uns. Ja, dann das Du. Ja? Ja? Dann okay. Du. Hi, Sebastian. Hallo, Sebastian. Mein Name ist Bushido. Frage kurz: kennt ihr euch persönlich, also du und Serkan? Also, oder? Also ihr seid sozusagen nur in derselben Partei, aber ihr seid jetzt nicht Buddies oder so? Nee. Okay. Also, ja. Okay, alles klar. Aber ich habe gemerkt auf der Herfahrt, wo ich es im Radio gehört habe, dass er seine Hausaufgaben gemacht hat. Wer? Ein Ritt durch die Themen quasi. Ich hoffe, das war ironisch gemeint gerade eben. Na klar. Nein, das ist ja immer so das Problem, oder ich biete ja leider immer große Fläche für dieses gefährliche Halbwissen. Ja. Ja, da wird dann das reingeworfen, dann wird dann das reingeworfen und das reingeworfen und dann hofft man, dass das schon so passt, aber leider... Ja, aber Politik hat auch ab und zu gefährliches Halbwissen. Also wenn ich mir angucke, was Politik an Unterlagen über Nacht zu lesen und zu studieren hat, da zweifle ich manchmal, ob da am nächsten Morgen das volle Wissen da ist. Das glaube ich Ihnen gerne, ja. Aber in dem Fall natürlich hat Herr Thören ja sehr lange Zeit gehabt. Also das letzte Mal, dass wir miteinander Kontakt hatten, war ja 2013. Also er müsste eigentlich wissen. So, ne? Theoretisch müsstest du bald wieder einen Song mit ihm rausbringen, damit es wieder zu einer Diskussion kommt, weil so ganz fertig geworden sind wir im Rahmen seines Besuches ja nicht, habe ich das Gefühl. Nö, aber ja doch. Ich denke mal, das Gespräch... Naja, er verlangt ja nach wie vor, dass du den Bambi zurückgeben sollst. Das ist ja jetzt nicht so... Das kann er ja machen. Das ist ja kein Problem. Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, wir können ja noch mal einen Satz darüber verlieren beide. Also klar ist doch jetzt, dass Politik, dass Rap für dich ein Ausdruck auch von Politik ist. Halt nur mit einer etwas pointierten, zugespitzten Sprache. Mhm. Und dass du auch der Auffassung bist, dass sozusagen unser Grundgesetz das Recht einräumt, auch künstlerische Freiheit zu haben und damit eben im Rahmen eines Grundgesetzes künstlerische Freiheit auszuleben und sich frei zu äußern, eine freie Meinungsbildung zu haben. Richtig, aber, und den Gefallen tue ich auf jeden Fall auch vielen Leuten, ich würde mich jetzt nicht dahinter komplett verstecken wollen. Ja. Ja, also ich möchte mich natürlich auch Kritik stellen. Also ich würde nicht einfach nur zumachen und mich da ganz leicht nur auf die künstlerische Freiheit berufen. Am Ende des Tages möchte ich doch sagen, dass ich Kunst mache. Und auch wenn Leute meine Musik scheiße finden, es ist Kunst. Also ich habe letztens wieder ein Bild gesehen, da war jemand auf einer Kunstgalerie, dann hat er da irgendwie, hat so ein Künstler so ganz viele Kaugummis gekaut, hat die zusammen mit Erde auf den Boden geschmissen und das war halt sein Kunstwerk. So. Es gibt halt auch Leute, die sagen, was ist das für eine Scheiße. Wahrscheinlich reden auch manche Leute über meine Musik ähnlich. Ja, okay. Aber theoretisch habe ich den Anspruch, erstmal Kunst zu machen. Wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich habe ein Problem damit, ist kein Thema, ich rede. Ich hätte auch vor 2 Jahren mit Herrn Thören gesprochen, ich hätte auch mit Wovereit gesprochen, ich hätte mit Claudio Roth gesprochen. Es gibt niemanden, wo ich jetzt sagen würde, und das kann auch Tolga sozusagen bezeugen, also ich habe auch im Rahmen dieses Marathons, habe ich gesagt, Dicker, du kannst jeden einladen, der kommen möchte. Mhm. Also es gibt niemanden, wo ich sage, oh nee, hier, ne? So Kreuz hoch und weg damit. Sondern ich bin da und ich stelle mich dieser Sache. Und ich denke mal ja auch darüber hinaus, ist doch sehr wichtig, jetzt mache ich Musik. Musik kann so und so verstanden werden, ist gar kein Problem. Herr Thören hat das immer sehr ängstlich aufgefasst. Aber was passiert denn, wenn das so und so verstanden wird? Okay, erstmal kein Problem. Aber solange ich doch als Mensch dahinter stehe und ich erkläre und ich rede und ich sage, ich bin nicht schwulenfeindlich, ich wünsche Herrn Thören nicht den Tod. Bitte Leute, falls das so rübergekommen ist, so versteht es nicht so. Ich wollte einfach nur, der hat mich genervt, es ist meine Art und Weise zu reden, genau wie du einen gewissen Sprachjargon besitzt, ja, wenn du jetzt anfängst so zu reden mit jemandem, der dich nicht versteht, der guckt dich auch und denkt, sag mal, was will der gerade von mir so, ne? Obwohl wir beide Deutsch reden. Ja, genau, so. Aber diese Freiheit hat ja auch jeder, aber guck mal, solange ich persönlich als Mensch, der hier sitzt und der dann ja auch im Endeffekt die Musik macht, denn viel, was ich dort dann gemacht habe, dient ja auch sozusagen im Rahmen einer Kunstfigur, das ist ja auch das, was ich ja Frau heute Morgen von der Bundesprüfstelle erklärt habe.
Ich gehe das fiktiv an. So, und wenn ich in eine Rolle des Sonny Blacks schlüpfe, der aus Mafia-Kreisen kommt, so wie der Film ja auch sozusagen entstanden ist, ne, und ich mich dann halt dieser Stilmittel bediene, dann ist es doch völlig klar, dass das mit meinem Leben nichts zu tun hat. Ich sitze hier, der die Musik macht. Wenn du mich jetzt fragst, hast du was gegen Schwule, sag dir nein. Entweder bin ich ein Lügner oder ich meine es ernst. Und? Meinst du ernst? Ich meine es 100% ernst, weil ich habe keine, also ich muss ja keine Angst vor niemandem haben, wenn ich jetzt das sagen würde. Ich meine, das Gute ist ja bei mir. Aber weißt du, so ein Marathon, wie ihr heute macht, ja, der müsste so oft in dieser Welt stattfinden, weil wir immer nur übereinander. Wir raten jedem davon ab an dieser Stelle. Wirklich? So, ernsthaft? Ihr wollt ja gewinnen. Also, nee, davon abgesehen, auch aus körperlicher Verfassung, irgendwann wird es überleben auf jeden Fall erstmal. Wie geht's euch denn? Ja, also schon ein bisschen anstrengend, so nach den ersten 14 Stunden oder so. Ja, 14? Locker 12, 13, seit, genau 14 Stunden. Seit, ja, seit 7 Uhr morgens, 5.45 Uhr aufgestanden. Gut, das ist jetzt so als Familienvater nicht so unbedingt schlimm, aber ja, mal gucken. Also jetzt kommt ja so langsam bei mir der Punkt, an dem ich ja an meinem Büro ins Bett gehe. Ich bin gespannt, wie ich in dieser Zeit reagiere, weil vorher ist erstmal alles okay. Was ist denn die beste Phase, wo du Songs kreierst, so den Rap? Also morgens, abends, mittags? Ich gehe nachmittags in mein Studio und versuche so früh wie möglich auch wieder zu Hause zu sein, weil ich kann das nicht mehr so durchrocken. Weil wenn ich meine Nacht durchrocke, ich kann meinen Kindern am nächsten Tag nicht sagen, ey, haltet die Klappe, lasst mich in Ruhe. Verstehst du? So, du bist uneingeschränkt für deine Kinder da und da versuche ich halt natürlich auch mit meinem Energiehaushalt so zu wirtschaften, dass ich dann auch meinen Kindern auch den Respekt und auch die Aufmerksamkeit und auch die Freude entgegenbringen kann. Also wenn wir heute was kreieren wollten gegen Politikverdrossenheit und wenn wir was kreieren wollten, um den Menschen eine Botschaft mitzugeben, zu sagen, Integration ist wichtig. Ich meine, da sind wir uns, glaube ich, einig, da muss was passieren, da müssen wir irgendwie mal die Stimme erheben. Ich glaube, du wolltest auch mal eine Partei gründen, ne? 2012. Ja, habe mich dann mit Steiger getroffen. Der hat mir dann alles so gesagt, was man da alles machen muss. Und es hat dann irgendwann schon erstmal an der Satzung gescheitert. Okay. War ein bisschen kompliziert alles und so. Und ich so, oh, krass. Doch, kein Bock. Oh, nee, ich so, nee, ich mach lieber Album weiter. Ist erstmal besser. Mo, hau rein, Dicker. Bis morgen, Bro. Bis morgen. Wann? Ciao. 5 Uhr. Geil. Ach ja, es ist ja Freitag, stimmt ja, geil. Gutes Gelenk. Danke, dir auch. Bis bald. Und ja, da habe ich gesagt, ich mache dann doch lieber mein Album. Und ich habe halt auch gehört und auch mitbekommen, dass halt auch der wirtschaftliche Faktor oder das Einkommen eines Politikers halt auch nicht so hoch ist. Auch. Möchtest du nicht eintauschen gegen dein Rockstar-Leben? Auf keinen Fall, Alter. Ich möchte noch kurz eine Sache ansprechen, bezogen auf wie kräfteraubend es für dich ist, Bushido, letzten Endes. Du sagst, beziehungsweise ist es ja offensichtlich so, dass die Worte, die du in deinen Songs sagst, sehr oft für Bares genommen werden. Die werden dann einfach als Realität genommen oder als Androhung. Wenn du dann aber hier sitzt und sagst, ich bin aber kein Schläger oder ich bin nicht jemand, der was gegen Schwule hat, warum wird das dann nicht akzeptiert, obwohl du es ja dann direkt sagst? Warum wird deine Kunst quasi krasser gewertet als die Worte, die du während eines Interviews dann wie jetzt gerade raushaust? Ja, frag doch die Leute, die mir offensichtlich halt nicht glauben. So, weil mehr als das sagen kann ich nicht. Und noch einmal, ich habe keinen Grund zu lügen. Weil die größte Freiheit, die ich besitze, ist, dass ich sagen kann, was ich will und keiner kann mir was machen. Beziehungsweise, also, na klar, es gibt Ärger und so, theoretisch. Ne, meine Medienanwältin, die fällt, glaube ich, gerade vom Sofa runter, wenn ich sowas sage. Aber mit diesem keiner kann mir was machen. Aber was habe ich denn zu befürchten? Wenn das meine Meinung wäre, meine persönliche Einstellung, ich sag das so, das ist dann so, was soll ich jetzt machen? Ne? Genauso gut, deswegen sage ich, also ich kann die Wahrheit sagen, ohne dass es halt eklig für mich wird. Und ich habe nichts, also warum sollte ich was gegen Schwule haben? Warum? Ich habe ja nie gesagt, dass ich was gegen Schwule habe. Yes. Und das ist auch der Grund gewesen, warum ich nie mich entschuldigen wollte bei jemandem, weil ich gesagt habe, ich kann mich doch nicht für was entschuldigen, was ich nie gesagt habe. Nur weil Leute meine Texte hören und weil ich sage, ja, so du Schwuchtel oder bla 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 so. Und deswegen dann meinen, ich hätte was gegen Schwule und deswegen müsste ich mich bei Schwulen entschuldigen, sage ich, nein, Alter, habe ich nicht. Ist mir doch egal, was sie machen. So, ich habe nichts gegen deine Parteizugehörigkeit, ich habe nichts gegen deine Sexualität, ich habe nichts gegen deinen Fußballverein. Weißt du, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, solange ihr... Ich habe ja auch nichts gegen deinen Rap. Ne? Siehst du, wär cool, wenn das dann so wäre. Ja eben, siehst du? Und schon haben wir gar kein Problem. Weil wir sitzen einfach erstmal hier und jeder hört sich an, was der andere sagt. Wenn wir dann im Laufe eines persönlichen Gespräches irgendwie eine Antipathie entwickeln sollten, dann ist es so, aus Gründen noch, welche auch immer das sein sollten, ja? Aber wir haben doch jetzt, in diesem Augenblick, müssten wir eigentlich theoretisch kein Problem haben, oder?
Ich habe keins. Ich habe genauso wenig. Theoretisch nicht. Sie haben jetzt tatsächlich die Chance, Bushido ja mal tatsächlich von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. Wie haben Sie ihn denn mitbekommen? Also was sind so die Eindrücke, die von Bushido in Ihrem Kopf rumschwabern? Welche Stichwörter fallen Ihnen zu ihm ein? Ja, polarisierend bis zum Anschlag, ja. Was aber auch Politik macht, überzeichnend und provokant, aber auch, ihr habt das ja vorhin mit dieser Bambi-Verleihung diskutiert, ja. wo er irgendwie so als Wolf im Schafspelz, glaube ich, bezeichnet wurde und keiner gesagt hat, das glaube ich ihm nicht, das wird er in den nächsten Jahren sicherlich irgendwie als Jugendsünde abtun. Mhm. War das eine Jugendsünde, diese Rede da bei der Bambi-Verleihung? Oder? Na, keine Jugendsünde, aber diese... Aber haben ja viele gesagt, ne? Die haben gesagt, ja. In ein paar Jahren stellt er sich hin und wird sagen, das, was ich da handzahm gesagt habe, meine ich alles gar nicht mehr so. Ja, ich hätte es gerne ein bisschen besser gesagt, weil ich so im Endeffekt dann da sehr neben mir stand und eigentlich nicht... Aber du stehst zu dem, was du da gesagt hast. Was ist denn so der Grundtenor? Kannst du dir nochmal wiederholen, damit ich sagen kann, ob ich wirklich dazu stehe da? Ja, du hast quasi erklärt, wie du deinen Rap siehst und hast gesagt, dass du den Rechtsstaat akzeptierst. Du hast, klar, hast, absolut stehe ich dazu. Akzeptierst du den Rechtsstaat in Deutschland, Bushido? Ja, Holger. Gut. Das heißt... Aber wer bin ich denn, dass ich den nicht akzeptieren würde? Ich frage. Du, also Übergame, aber okay, jetzt sage ich nein, was machen wir jetzt? Ja, dann ist es halt so, was soll ich dir sagen? Nein, natürlich, ich akzeptiere alles, was... Kannst also ich du nicht Mitglied der FDP werden, ja? Ah, scheiße, Alter. Da muss ich ja wohl doch wahrscheinlich irgendwie was Eigenes machen. Ja gut, wenn ich in der FDP wollte ich schon immer mitmachen, Alter. Obwohl, ganz ehrlich, würde euch auf jeden Fall richtig gut tun, wenn ich da mitmachen würde, Alter. Wo sind denn die anderen alle? Habt ihr die angefragt? Dazu kommen wir tatsächlich im Laufe des Abends noch. Wir haben sehr viele angefragt, viele kritische Meinungen, ja, die wir natürlich im Internet gefunden haben, in Interviews, und haben natürlich probiert, diese Menschen zu kontaktieren. Hat auch wunderbar geklappt. Viele haben auch zugesagt, dann leider im Nachhinein abgesagt. Und wir werden dir, Bushido, später teilweise sehr unterhaltsame Absagen vorlesen. Geil. Du darfst dann auch erraten, von wem die kamen. Geil, mal gucken. Bei manchen wirst du es wahrscheinlich heraushören oder weiß ich nicht, vielleicht. Mhm. Aber auch das finde ich total schade. Ja? Ja, weil jetzt mal wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Stress ohne Grund hin oder her, dieses Lied hin oder her, da. Ich sitze hier und ich sage hier an dieser Stelle, ich habe mit niemandem irgendein Problem. Aber ich frage euch das mal, frag dich das auch. Ist es nicht irgendwie auch der Grund, wieso so Bewegungen und auch so radikale Geschichten entstehen, wenn Politik sich immer wegduckt und sich nicht der Auseinandersetzung stellt und der Diskussion? Also ich sehe das so und glaube... Ich würde sogar ein bisschen weitergehen, dass ich sage, dass das halt nicht irgendwie so irgendetwas Radikales fördert. So. Es ist einfach so, wie du auch am Anfang gesagt hast, so, dass einfach die Schnittstelle zur Politik, die wird immer geringer. So, es gibt vielleicht noch eine gewisse Generation, ja, für die Politik existent ist. Ja? Ich bin auch jemand, der beispielsweise auf Phoenix mir viele Bundestagsdebatten anhört und anschaut, auch wenn das Sachen sind, die mich nicht interessieren, aber einfach nur so, weil das passiert ja permanent in unserem Land. Das ist ja unsere Vertretung, die wir auch gewählt haben. Oder auch halt nicht, aber so ist es halt in der Demokratie. Und ich finde es einfach selber auch total erschreckend, wenn ich so mitbekomme, dass so heutzutage Jugendliche, ist denen scheißegal. Ja, aber was machen wir denn dagegen? Also das war für mich das Spannende, mit dir mal zu diskutieren. Was machen wir dagegen? Ne? Ich glaube einfach, das ist auch das, was Falk heute Vormittag gesagt hat, dass irgendwann in Amerika beispielsweise die Politik sich offen zu gewissen, oder sie sich geöffnet hat auch für Musik. Ja, und dass sie gesagt haben, so Moment mal, so, wir tun jetzt nicht so, als wäre das eine Krankheit oder ein Geschwür, was irgendwo wuchert, so, ne? Ja. Sondern wir gehen damit offen um. Das ist ein Teil unseres Landes, ja, das heißt, ich bin auch ein Teil von Angela Merkel und von dir und von allen anderen, die Politik betreiben, so, ne, und wir schauen doch mal so, was ist denn da mit den Leuten, okay, die sehen vielleicht ein bisschen komisch aus, reden vielleicht auch manchmal ein bisschen komisch und so, aber es sind doch unsere Mitbürger und wir suchen die Auseinandersetzung, den Kontext, aber sehe ich das so meilenweit entfernt, ja, dass halt auch die Menschen... Findest du, dass ich komisch aussehe? Das heißt, Politik sieht komisch aus? Ich würde, also so, stell keine Fragen, auf die du nicht keine Antwort haben willst, auf jeden Fall. Ne? Das hätte ich einen Anzug da aussehen sollen. Ja, wie gesagt, also... Aber ich habe mir gedacht, weißt du,
was sollst du dich verkleiden? Ja? Nee, ist auch super. Ja. Ist ja auch super. Fände ich viel cooler, als wenn du jetzt so möchte gern cool hier ankommst mit so irgendwelchen Hippie-Klamotten. So, so ja. Hey, findest du eigentlich so, sehe ich cool aus so? Weißt du, nein, du kommst im Anzug, du bist leger gekleidet, absolut. Du hättest dich jetzt auch nicht blenden lassen von Outfits. Ja klar, Alter, so, weißt du, so brauchen wir auch gar nicht. Gut, Kleider machen Leute, aber es ist mir erstmal egal, wie du rumrennst. So. Das, was für mich zählt, ist so, wie du mich behandelst, wie du mit mir redest. Ja. Und ob du mich respektierst oder wie auch immer, selbst wenn ich etwas mache, was dir nicht gefällt. Aber auch da sage ich noch einmal, wir leben in einer Gesellschaft, in der so viele Individualisten leben und wir müssen einfach damit klarkommen, dass immer überall jemand ist, der nicht so ist wie ich. Ja. Und damit habe ich nie ein Problem gehabt. Weder mit einer anderen Religion, mit einer anderen Sexualität, mit einer anderen Hautfarbe oder sonst irgendwas. Ist mir so scheißegal, so lange, bis du mir auf den Sack gehst. Und dann kannst du auch mein Landsmann sein. Tunesier beispielsweise, sage ich auch, halt die Fresse, du Idiot. Gehst mir auf den Sack gerade. Ja, Bruder, ich komme auch aus Tunesien. Ich sage, ja, okay, schön für dich, aber sei dann ein vernünftiger Typ. Und wenn auf der anderen Seite jemand sitzt, der, keine Ahnung, stockschwul ist und das vielleicht offensichtlich für Menschen bedeutet, dass ich diesen Menschen nicht respektieren kann, ja. Ja, dann ist mir so einer tausendmal lieber, wenn er mir gegenüber auch vernünftig auftritt. Ist mir doch egal, ob der einen Typen vögelt, Alter. Also was sollte denn diese Tatsache ja gut, an meiner Beziehung jetzt, zu ihm... Du würdest mir jetzt keins auf die Fresse geben, sondern würdest sagen, das können wir auch mit Worten klären. Du, ich würde niemals einfach so irgendjemandem auf die Fresse geben. Okay. Ja. Also, verstehst du, was ich meine? Also, war auch noch nie meine Intention. Wenn ich mich irgendwann mal zu Gewalt geäußert habe, so, dann habe ich das ja auch immer relativiert. Aber einfach so grundlos irgendwie Leute schlagen? Absolut nicht. Geht gar nicht klar. Gibt es auch gar keinen Grund dafür. Ne? Es gibt gar keinen Grund dafür. So, abgesehen davon, dass es auch nicht okay ist. Und das ist ja auch schwierig in einer Gesellschaft so, oder für eine Gesellschaft. Und deswegen sage ich, es gibt so viele Gefahren in einer Gesellschaft und wir sollten halt aufpassen, dass wir zusammen gegen diese Gefahren stehen und einfach nicht sagen, so von wegen so, wir drücken jetzt Leute weg, von denen wollen wir nichts wissen, aber wir selber, die sich in den Mittelpunkt stellen, so, wollen aber auch gar nicht den Rest klären so, und hoffen, dass das einfach irgendwie nie existent wird. So. Und plötzlich sind über Jahre Probleme gewachsen, wo wir heute sagen, scheiße, Alter, wie kriegen wir das weg? So, wir kriegen das nicht weg, dann beauftragen wir für viel Geld irgendwelche schlauen Menschen, die dann irgendwie sagen, warum das so ist. So. Ja. Aber das Problem geht da trotzdem nicht weg. So. Ja gut, aber... Ja, ich muss tatsächlich zwischendurch immer noch mal rein und die Hörer dazu animieren, gerne durchzuklingeln. 030 20 19 17 17. Schön, dass ihr uns zuhört. Das ist ja, das längste Interview der Welt voraussichtlich. 98 Stunden hier auf KISS FM. Mein Name ist Tolga Bushido und meine Wenigkeit. Wir rocken das Ding. Tolga Bushido und meine Wenigkeit? Habe ich das gesagt? Ja. Ernsthaft? Ja. Tja, da merkt man dann langsam auch schon, wir sind seit 12, 13, 14,5 Stunden hier und quatschen ohne Unterbrechung, außer wenn es mal kurz technische Aussetzer gab, um das nochmal festzuhalten. Das liegt nur an dem großen Interesse. Wahrscheinlich. Ja. Herr Chaya von der FDP ist bei uns. Haben Sie denn hast du irgendeine bestimmte Position weil Herr Thören ist ja beispielsweise unter anderem ja auch irgendwie Integrationsbeauftragter oder so, keine Ahnung, aber hast du denn eine bestimmte Position auch in der, oder irgendwie so ein Ressort oder irgendwie so eine gewisse Richtung oder so, die du vertrittst oder für die du zuständig bist? Außer Glücksspiel und Hookerbar oder so? Ich habe das 10 Jahre aktiv gemacht in Berlin. Ja. Also so von 2001 bis 2011. Und habe mich jetzt zurückgenommen aus der Politik, aber mir kribbelt es in den Fingern und ich habe eigentlich Lust, weil ich auch glaube, dass in Berlin irgendwie so viel drunter und drüber geht und dass diese Stadt echt mal wieder so einen richtigen Pioniergeist braucht, um die großen Aufgaben, die sie hat, zu bewältigen. Also ich habe schon Lust, 2016 wieder für die FDP auch anzutreten und was zu machen. Mhm. Und ich möchte aber auch wieder mehr Wähler irgendwie von jung bis alt an die Wahlurne kriegen und vor allem die jungen Leute, ja, die mit Politik gar nichts mehr anfangen können. Generell mehr Wähler oder mehr Wähler für die FDP? Aber sowohl als auch. Ja, ja? Okay. Nee, ist ja auch. Ist ja super, klar. Also ich meine, es geht ja einmal die Wahl. Wäre ja verkehrt, wenn nicht, dann für die Partei. Ja gut, aber er kann ja auch so ein bisschen so selbstlos sagen, so nein, mir würde das schon reichen, wenn dann halt einfach auch mehr Leute generell wählen. Auch nicht die FDP, aber einfach eine andere Partei oder so. Weißt du, einfach nur allein, dass das Interesse... Reicht Ihnen das? Stimmt, ja, die Höflichkeitsform. Ja, du, reicht dir das? Ist das schon durch? Ja, der ist schon durch. Langsam neigt es sich. Der war schon heute Morgen durch, Mann. Habt ihr das nicht trainiert vorher? Nee, wie soll man das trainieren? Schlaflosigkeit. Nochmal 98 Stunden mit dem irgendwo schon mal sitzen? Nee. Wir haben das spontan, sind wir ins kalte Wasser. Wir ziehen jetzt einmal durch und gucken, wie weit wir kommen. Genau. Mich würde interessieren, was eure politische Aufsicht ist, wenn es in Richtung
Fehler geht, was läuft falsch in Deutschland politisch? Ob ihr da auf einen gleichen Nenner kommt oder komplett unterschiedliche? Ja. Kurze Frage. Ja? Läuft denn so viel falsch in Deutschland politisch? Wollen wir es mal in Berlin machen? Gerne. Wohnen wir beide hier? Wir leben beide hier? Mhm. Was läuft denn falsch in der Stadt? Ich glaube, dass in der Stadt echt einiges falsch läuft, dass wir in Berlin uns nur noch mit diesen Tagesproblemen beschäftigen, aber niemand in der Politik weiß, wie soll eigentlich Berlin 2030 mal aussehen. Ja? Kommt 40.000, 60.000 dazu, weil die Stadt absolut attraktiv ist. Aber wenn du dir überlegst, ja, das ist in 5 Jahren, in 6 Jahren ein Bezirk mehr, irgendwie bei gleichbleibender Infrastruktur, bei gleichbleibender Zahl an Kitas, gleichbleibender Zahl an Schulen. Und wir merken es jetzt irgendwie, wenn man zum Bürgeramt geht. Das ist der Horror, Alter. Oder? Ey, wenn ich nicht Bushido wäre, Alter, würde ich jetzt fast 2,5 Monate auf einen Termin warten. Ach, ich warte so lange. Tja. Nimmst du mich mit, oder? Tja, musst du mal in meine Partei einsteigen, dann kriegst du auf jeden Fall schnell einen Termin beim Bürgeramt, auf jeden Fall. Nee, aber ja, klar. Aber richtig. Irgendwie diese Entschuldigung, mein Vater beispielsweise, ja. Ganz akutes Problem, habe ich die Welt nicht verstanden, der wollte jetzt zur Pilgerfahrt nach Mekka, ja. Brauchte ein Visum für Saudi-Arabien. Ja. Hat einen tunesischen Ausweis mit einem unbefristeten Aufenthalt. Er hat einen neuen Pass beantragt, weil die Saudis setzen eine Mindestlaufzeit von 1 Jahr. Behalte deinen Gedankengang. Wir gehen kurz in die Werbung, liebe Hörer. Das heißt, wir hören uns gleich wieder hier auf 98.8 KISS FM beim längsten Interview der Welt mit Bushido, 98 Stunden. Oder ihr schaltet schnell rüber auf den Online-Stream, da könnt ihr unsere wunderhübschen Gesichter dann sogar visuell wahrnehmen. Bis gleich. So, Gedankengang kann weitergehen? Yes, so. Bitte. Hatte zwar jetzt einen neuen Pass bekommen mit der gültigen Laufzeit für Saudi-Arabien, aber der Aufenthaltstitel ist in dem alten Pass. Mhm. So, wer kann den Aufenthaltstitel umschreiben? Ausländerbehörde. Mhm. So, ich natürlich versucht online, wie ein ganz braver Bürger, einen Termin zu vereinbaren. Jetzt habe ich einen Termin für meinen Vater am... Lass mich mal lügen, Alter. November? Dezember auf jeden Fall. Dezember? Ich weiß nicht, am wievielten, aber es ist irgendwann Mitte Dezember. Ende. Das ist unglaublich, das ist ja ich habe es so anders geklärt. Das ist ja schon so, wenn du in der Stadt umziehst, bist du ja verpflichtet, dich in relativ kurzer Zeit umzumelden. Genau. Und du kriegst eben keinen Termin in relativ kurzer Zeit, sondern kriegst einen Termin in 2 bis 3 Monaten. Und das finde ich, also das sind so kleine Dinge, aber da muss man auch mal überlegen, wie soll Berlin eigentlich aussehen? Wie wollen wir so attraktiv bleiben, dass die Stadt einfach auch so cool ist, so dynamisch und so attraktiv? Da kommen so viele Start-ups dazu, so viele kreative Leute. Und irgendwie passiert wenig und da müssen wir irgendwas machen, aus meiner Sicht. Ja? Ja, Problem für mich ist natürlich da, also dass wir... Also ich habe ja gelesen, bist ja auch im Immobilienbereich unterwegs, das ist das nächste große Problem, ne? Wie schaffen wir Wohnraum in dieser Stadt? Ja? Bezahlbaren Wohnraum. Das wollte ich gerade sagen, bezahlbar Wohnraum. Vor allem. Also für mich ist es gerade okay, weil natürlich die Preise explodieren so und ich noch vor, keine Ahnung, so vor 4 Jahren vielleicht dafür 800.000 Euro bezahlt habe, aber heute kriege ich schon, keine Ahnung, 1,7 dafür. Ja, aber... Ist natürlich sehr kapitalistisch, wie ich denke so, aber... Du bist halt auch ein Geschäftsmann, muss man ganz klar sagen. Ich kann erstmal sagen, aber ich verstehe natürlich deinen Ansatz, finde ich absolut richtig, aber genau deswegen habe ich im Moment gar keinen Bock, Politiker zu sein. Das ist alles so Sachen so, die sind extrem schwierig, sehr schwierig. Ja. Ich könnte dir jetzt auch original keine Antwort darauf geben, so. Ich sehe das auch so wie du. Das heißt, wir haben nochmal ein Date, ja? Naja, heute hat mich auch schon ein Typ gefragt. Ja, es ist irgendwie ist komisch, also ich weiß nicht. Typen und Dates mit mir, ist heute mein Tag, also wirklich. Und gleich geht es dann noch weiter mit Typen, die Dates haben wollen mit mir. Ach, wer kommt denn? Ein sehr guter Freund von mir kommt gleich, ne, der Herr Dr. Hermann. Und ich würde mal sagen, dass natürlich ich ja auch so in einer ekligen Position bin. Ich muss nicht so lange auf einen Bürgeramtstermin warten. Verstehst du, was ich meine? So? Ja, geht aber eigentlich auch nicht, oder? Geht auch nicht. Ja. Das ist schon ein bisschen so Zweiklassengesellschaft und so, weißt du, was ich meine? Ja. Und, aber ich muss natürlich ehrlich gestehen, so, ich nehme es halt trotzdem dankend an. Ne? So, ich bin dann halt auch so eklig, sag so, ey Dicker, geil, dass du mich jetzt einfach durchwinkst. Klar, ich habe hier noch 2 Kumpels, so, der eine wollte, hat sein Perso verloren, der andere wollte, ja komm hier, rein, los, rein jetzt, aber schnell, dass sich keiner sieht. Also, ja, aber wir haben ja die Aufgabe, genau das irgendwie als Politik so zu ordnen, ne? Also ja. So verstehen wir uns als FDP, die Dinge auch zu ordnen und Rahmenbedingungen vorzugeben. Mhm. Und das muss irgendwie funktionieren. Aber wie könnte es denn funktionieren? Wie könntest du dir vorstellen, könnte man denn jetzt dafür sorgen, dass ein Otto-Normalverbraucher, wenn er nicht gerade Bushido ist oder Bushidos Frau oder Bushidos Kumpel, nicht 11 Wochen auf einen Termin warten muss?
obwohl ihm sozusagen befohlen wird, ja auch vom Staat sich sozusagen zu melden, und er, wenn er das nicht macht, ja sogar eine Ordnungswidrigkeit verhangen bekommt. Eigentlich schon, ja, hast du ja? recht, direkt eine Ordnung. Theoretisch. Ja, na klar, ich kenne das, das ja, ja klar. So, wie könnte man das denn machen? Ja gut, musste neu organisieren. Ne? Also ich meine, heutzutage läuft ja so vieles online, wir können echt so viel digital machen. Und Berlin ist irgendwie völlig im überwiegendsten Sinne analog unterwegs, also offline. Mhm. Da kann schon so viel wegorganisiert werden. Und wenn du Bürgerämter anders strukturierst, wo du so ein Frontdesk hast, wo du einfach hingehst und sagst, das ist mein Problem, das sind meine Sorgen, da brauche ich Unterstützung und Hilfe. Und dir ist ja am Ende völlig egal, wer das hinten organisiert und bearbeitet. Klar, klar. Und ich muss gemeldet sein, so wer das macht, ist von mir ist kann so ein Computer machen. So. Gut, ganz allgemein gesagt, müssen generell finde ich persönlich, dass fast in allen Ämtern in Berlin zumindest alle Mitarbeiter ausgetauscht werden müssen. Alle Mitarbeiter in Bürgerämtern oder in Jobcentern. Warum? Oh, also, gegen meine Homies beim Bürgeramt, ja, die mich durchwinken, auf die lasse ich gar nichts kommen. Ja, aber ich sag jetzt auch nicht, ne? Nee, sowieso nicht, aber ich sag auch nicht, in welchem Bürgeramt. Ja, weil ich will mir das jetzt nicht heute verkacken, so, dass ich da nie wieder einen Termin kriege. Also so, nee, Tolga, so kannst du das nicht sagen. Das sind gute Leute, die teilweise da sitzen. Und teilweise sind die aber auch genervt und gestresst. Stell mal vor, Alter, stell dir vor, du sitzt da und dann kommen so unzufriedene Typen, die dir hier, ich brauch ditte und ich brauch ditte, warum muss ich warten? Alter, ist doch klar, dass die manchmal dann am Zeiger drehen. Das sind doch Menschen, die Stress ausgesetzt sind. So, verstehst du? Das ist doch logisch, dass sie dann einfach auch irgendwann mal Schnauze voll haben. So. Also ich habe da völlig Verständnis dafür und ich versuche deswegen diese Schnittstellen mit der Außenwelt so gering wie möglich zu halten, was nicht bedeutet, dass ich in meiner eigenen Gesellschaft lebe, aber ich versuche, wie gesagt, das schnell zu organisieren und so gut es geht, halt auf kurzem Wege, so mit, hey, können wir nicht und können wir nicht, und ich rufe dann persönlich an. Gutes Beispiel, ich wollte heiraten. Ja, meine Frau. Hast du gemacht, oder? Ja, ja, klar. Aber ich meine, bevor wir geheiratet haben, ja. Ich habe das ja spontan entschieden. So, ich dachte mir, weißt du was, heute Morgen sage ich meiner Frau, ich will heiraten. Okay, alles klar. Gut. So war es nicht. So ähnlich. Okay. Ich will es nur so ein bisschen so kurz. Ich habe natürlich mir einen super Heiratsantrag gemacht auf Malediven, auf einer Sandbank im Indischen Ozean und so. Aber das jetzt ist egal. Wir wollten heiraten. Sie sagte mir, ja, aber guck mal, sie war da schon schwanger mit meiner ältesten Tochter. Und wir hätten halt gerne einfach vor der Geburt oder vor der Entbindung geheiratet. So, jetzt sagt meine Frau so, ja, können wir gerne machen. So, ich habe ja schon ein Jahr davor schon einen Antrag schon gemacht, also war eh klar, dass wir heiraten wollen. Ja, aber du wirst halt keinen Termin kriegen, so, weil Standesämter sind halt auch voll. So, und ich da dazu kam, ich bin einen Monat dann auf Tour gegangen und so weiter und so fort. Dann ich so, warte mal kurz, rufe ich die Dame an beim Standesamt, rede ich ein bisschen mit der nett. Vier Minuten später habe ich einen Termin bekommen, ab für den 23. Mai 2012. Und wir konnten heiraten. Und das war mit zwei Wochen Vorlauf. Und lag es an deinem Namen oder lag es an deiner netten Art? Es lag erstmal an meiner netten Art, weil ich rufe nie mit Bushido an. Ja, erstmal natürlich. Ey. Aber wie ist denn dann die Reaktion? Nee, geht leider nicht. Und dann holst du erst die Bushido-Karte raus? Oder? Nee, ich hole nicht die Bushido-Karte raus. Ich sag's, ach, das ist ja so schade, weil sie wissen vielleicht, also sie wissen das natürlich nicht, aber gucken Sie mal, meine Frau ist schwanger und wir hätten so gern vor der Entbindung noch geheiratet. Und ich bin jetzt auch leider beruflich auch lange unterwegs, weil sie wissen, ich weiß nicht, vielleicht wissen sie, vielleicht kennen sie mich, also mein Name ist Bushido und ich mache halt Musik. Nee, sie sind Bushido, jetzt mal ohne Witz, ich sag so, ja, na klar, bin jetzt einen Monat auf Tour und Moment, ich gucke noch mal kurz. Wissen Sie was, kommen Sie am 23. Mai hierher. Ich leg auf, ich so, Sie sind ein Schatz aufgelegt, ich so, wissen Sie was, ich überlege mir gerade, ob ich sie nicht vielleicht sie heirate anstatt meine Frau. Haha, ha, alle lachen, charmant, leg auf. Ich sage, alles Klärchen, Anna-Maria, wir heiraten am 23. Mai. Also ich versuche das halt immer so halt mit ein bisschen Mundgeschick zu klären. Halt. Weißt du, was ich meine? Aber geht halt nicht, wenn du irgendwo in Pankow wohnst und du musst dich ummelden, Alter, und die Schlange ist so lang, dann geht das halt nicht. Wir mussten online Termin machen, Vorlauf, also ist ja alles. Ey, es ist grausig, Alter. Du konntest ja bis vor kurzem, kannst du nicht mal dein Auto anmelden. Riesen Computer-Crash in der Anmeldestelle, Alter. Das ist unglaublich gewesen, so. Also, so, aber was macht denn jetzt die Stadt aus? Was wollen wir denn irgendwie? Wir wollen ja über Berlin reden. Die Frage war ja irgendwie, was läuft schief, ne? Ja, gibt es Dinge, die in Deutschland schief laufen und ob ihr die gleichen Ansichten habt diesbezüglich? Also ich teile deine Meinung, wenn er sagt,
Dieser ganze organisatorische Apparat ist überlastet. Mhm. Ja, wir haben eine Arschkarte, weil wir locker 9, 10, 11 Wochen Ausländerbehörde, sogar noch länger, halt auf Termine warten, so, die wir halt uns ja auch nicht aussuchen. Wir wachen ja nicht morgens auf und denken so, ich glaube, könnte man Termin beim Bürgeramt gebrauchen, weil ich würde einfach mal so meinen Reisepass verlängern. Das sind ja meistens wirklich Sachen, die sind ja gezwungenermaßen. Ne? Yeah. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Ansonsten wohne ich in einem Bezirk hier in Lichterfelde, in dem es sehr schön ist, sehr grün ist. Wir haben schöne Spielplätze. Wir haben eine Fuchsplage, habe ich. Da. Können wir mal da was gegen was machen? Gegen Füchse? Rufe ich beim Ordnungsamt an, ja, weil die sind dafür zuständig. Da fängt die an zu lachen. Sagst du, warum lachen Sie denn, werte Frau? Sie rufen jetzt an, weil Sie ein Fuchsproblem haben. Sagst du, ja, dann meinen Sie nicht, wir haben was Besseres zu tun? Also auch wieder nicht böse gemeint, ja, aber auch dort waren die natürlich nicht in der Lage zu sagen, oh, alles klar, Sie rufen jetzt an, Sie haben ein Fuchsproblem, Batman kommt vorbei. Sondern dort ist auch wieder eine gewisse Überlastung, die dann natürlich nicht dafür gesorgt hat, dass bis heute die Füchse nicht... Aber eigentlich kann man doch erwarten, wenn man Steuern zahlt, aufrichtig ist und immer fleißig, dass der Staat auch irgendwie so eine dienende Funktion hat. Ne? Und dann sich um so Sachen kümmert. Ja, willst du das sagen? Nein. Das klingt so ein kleines bisschen so, als würdest du Bushido für die FDP anwerben wollen. Nee, so von wegen, wähle uns, ich sorge dafür, dass keine Füchse mehr bei dir vorbeischauen. Du willst keine Füchse mehr bei dir in Lichterfelde haben? Wähle mich! Komm zu uns, FDP. Neuer Slogan, Alter. Nein, aber ich meine nur damit, nee, was ich eigentlich, das war ja eigentlich ein kleiner Scherz am Rande, aber mir geht's eigentlich, ja, ich bin zufrieden. Wildschweine hatte ich in Klamach nur eine harte Plage auf meinem Grundstück dort. Aber nein, jetzt nochmal kurz zur Sache. Also ich fühle mich wohl dort, wo ich wohne, in Berlin. Ich habe dort keine Probleme. Ich habe wunderbare Kindergartenplätze bekommen für meine Kinder. Und ich hatte natürlich die Schwierigkeit gehabt, ich brauchte 3 Kindergartenplätze auf einmal. Ja. Ja, es gibt Leute, die kriegen nicht mal einen. Aber du hast ja gerade schon beschrieben, dass du halt auch immer mal so Glücksgriffe hast und immer mal so gewisse Vorteile hast aufgrund deines Namens und vielleicht bin ich auch einfach nur nett. Ja, oder dadurch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das läuft eben nicht in der ganzen Stadt so. Ne? Nee, sowieso nicht. Aber deswegen sage ich, ich bin falsche Person, weil wenn ich natürlich jetzt einen Sorgenkatalog hätte, ja, würde ich jetzt sagen, alles klar, gut, dass du mich fragst, pass mal auf. Also, das. Aber ich habe leider also, toi, mir geht's gut. So, meine einzigen Sorgen sind im Moment so, dass meine Familie und ich gesund sind und bleiben. So. Ja. Das ist die einzige wirkliche Sorge, die ich im Moment habe. Ja klar, ein paar Kleinigkeiten, die noch so laufen. An dieser Stelle grüße ich auf jeden Fall auch nochmal Herrn Kohnen. Und ansonsten habe ich kein großes Problem. So, ich werde gut behandelt bei mir im Supermarkt. So. Die Bäckersfrau freut sich, wenn ich vorbeikomme. Die Kids spielen auf super Spielplätzen in Lichterfelde und eigentlich ist alles okay. So. Das ist so ein bisschen Fluch, ist, dass die Sachen, die du machst, härter gewertet werden als vielleicht bei anderen nicht berühmten Menschen, weil sie dann eben medial ausgeschlachtet werden und das jetzt nicht bei jedem in dieser Form passiert. Ja, aber Segen hingegen ist, dass du dann durchaus auch deine Vorteile hast. Wenn, ne? Ja, absolut. Ich meine, bei mir ist es ein bisschen Glücksspiel, weil entweder ist es voll cool, dass ich da bin oder voll scheiße, dass ich jetzt da bin. Ne? Also entweder habe ich halt jemanden, der total pro ist oder total kontra. Aber so ist es mit der FDP auch, ne? Ja, jetzt aber komm, jetzt... Also jetzt wird es sehr offensichtlich. Ich wollte gerade sagen, also jetzt hier... So, ja. Also. Bushido, du hast gesagt, generell bist du sehr zufrieden in Deutschland, fühlst dich zu Hause, Berlin ist alles cool, es gibt jetzt nicht so super krasse Sachen, die dir auf den Sack gehen. Gibt es trotzdem so ein paar Gesetze, die du gerne lockern würdest oder sagst du, nö, alles easy? Es steht mir in dem Sinne nicht zu. Wenn du könntest, jetzt ganz fiktiv. Nein, natürlich. Guck mal. Ich frag mal anders, bitte. Wenn du eine Sorge formulieren könntest, hast du Sorgen, wenn du auf die Stadt guckst, so auf Berlin, so... Ob Berlin in 10 Jahren noch so ist oder in der Lage ist, das alles... Berlin ist heute schon nicht mehr so, wie es vor 10 Jahren war. Na klar, ja. Ne? Also, und ich bin ja noch ein Mauerkind, das bedeutet, ich habe ja noch die Mauer miterlebt. So. Ja. Ich bin damals mit meiner Mutter mit der U-Bahn gefahren und bin dann sozusagen, wenn wir durch den Ost-Berliner Teil gefahren sind, war halt noch Stacheldraht auf den U-Bahnhöfen, Soldaten mit Kalaschnikow-Gewehren und sowas alles so. Und ich habe halt rausgeguckt, meine Mutter hat geschimpft, weil ich hätte immer meine Füße auf den U-Bahn-Sitz aufs Polster gelegt habe. Also, seit diesem Punkt, an den ich mich noch erinnere, ist die Stadt eh schon 1000 Mal sozusagen gewandelt worden. Aber ne? Das war doch eine Leistung irgendwie, das meinte ich vorhin mit diesem Pioniergeist, das war doch irgendwie immer eine Leistung der gesamten Berliner, ne? Und auch der Politik, dass sie irgendwie zusammengewirkt hat. Und ich finde, dass dieser Geist, dieses wir wollen diese Stadt irgendwie weiter vorne halten und wollen weiterhin im Ranking
auch eine coole Metropole bleiben, dass das irgendwie völlig im Tagesgeschäft untergeht, der Politik. Ja? So die mausgrauen Anzüge, die sich nur mit den drängendsten Problemen, aber nicht mit dem Morgen beschäftigen. Und das fehlt mir so ein bisschen. Ja? Ja. Und da hängt ja so viel dran. Ja? Ja, wir haben natürlich jetzt auch echt noch immense Altlasten hier in Berlin halt auch abzuarbeiten. So, ganz ehrlich so, ich denke mal, der Flughafen BER, ja, ist halt einfach mal so ein Absturzprojekt, dass alleine nur dieses eine Projekt, ne, frisst halt immens. Aber hast du jemanden erlebt auf der Straße, der sich laut darüber aufregt? Klar. Über die Steuergelder? Also klar. Richtig? Mit? Ja, natürlich. Das ist schon so, dass jeder Hinz und Kunst macht sich lustig über den BER. Also ja. BER ist schon ein Running Gag. Ich kenne niemanden, der das überhaupt noch ernst nimmt. Nein. Und immer so, die verprassen da Milliarden und dies und das. Also ich bin mittlerweile schon so weit und sage, eigentlich müssten wir Tegel offen halten, ja? Ja, also, was soll ich sagen? So, du meinst jetzt parallel zum BER? Oder? Ja. Weil, wenn der aufmacht. Wieso, wann wird denn der zugemacht, Tegel? Erst bei Öffnung vom BER? Genau. Ja, dann dauert doch noch viel lang. Aber der ist ja viel zu klein, ne? Wenn du dir überlegst, 27 Millionen Passagiere soll BER leisten. Ja, wahrscheinlich fällt dann irgendwann auf, dass die Fahrstühle nicht fachgerecht angebracht wurden. Also wird, glaube ich, wahrscheinlich noch dauern. Ja, ich komme auf jeden Fall von Berlin raus mit dem Flugzeug. Was mich ja natürlich nervt, sind, dass ich muss halt entweder immer nach Frankfurt oder nach Düsseldorf oder nach München, wenn ich halt irgendwie nach Dubai will und so, weil Emirates hier nicht direkt. Aber ich meine, wir sind eine Metropole, ne? Wir sind irgendwie auch noch die Hauptstadt. Klar. Und einen zweiten Flughafen, der in einer kleineren Dimension, aber trotzdem noch als Innenstadtflughafen da ist, wie Tegel. Ich habe ja früher sogar noch Tempelhof miterlebt. Ich bin dort noch gestartet und meine Mutter ist von dort auch noch gestartet. Ja. Und so. Ich hatte jetzt nichts gegen Tempelhof gehabt, so. Keine Ahnung. Und Tegel? Was denkst du darüber? Tegel ist auch super. So, die Autobahnanbindung ist ein bisschen für den Arsch, so die Stausituation. Jetzt habe ich was. Ja. Verkehrssituation in Berlin. Ja. Das ist was, wo ich Monsterkopfschmerzen habe, jeden Tag, und ich schon so weit bin, dass wenn ich irgendwo hin muss, ich echt sage, ey, ganz ehrlich so, nee, nicht jetzt. Und wenn, dann aber wirklich zu einer Uhrzeit, so wie nach 21 Uhr, wo ich mir sicher sein kann, ich kann die Autobahn benutzen, ohne dass da Stau ist. Tagsüber Autobahn ist der Horror. Hast du schon mal was von der Verkehrslenkung Berlin gehört? Nee. Ist die von der FDP auch? Nee. Ich wollte gerade sagen, weil bestimmt von der FDP, Alter. Nee, habe ich nicht gehört. Die ist eigentlich dafür zuständig, dass der Verkehr in Berlin fließt. Ja, dann würde ich mal sagen, das Armutszeugnis. Aber ich wollte gerade sagen, dann ist die Verkehrslenkung Berlin ja auf jeden Fall richtig, richtig on point, Alter. Also, ja. Läuft ja bei denen auf jeden Fall richtig. Ganz großes Problem. Das ist eine Sache, die mich immens ankotzt, Alter. Die kaputten Straßen nerven mich. Ja. Ja, finde ich absolut desolat. In Schleswig-Holstein geben sie den Schlaglöchern schon nach. Ja, das ist echt krass. Ist echt. Und es ist so schade, Mann. Ja, aber es ist so schade, Mann. Wir leben doch einfach in einem coolen Land. So, wir leben in einem Land, so, wo wirklich tausende, Millionen von Menschen gerne leben wollen würden. So, ne? Und dass wir das so mit so unnötiger Scheiße einfach so kaputt machen. Weißt du, das ist wie so eine total hübsche Frau, die aber so extrem Akne hat. Und du denkst dir, Mann, eigentlich ist es echt eine hübsche, aber hat halt echt ein Monster viele Pickel. Ist nichts Schlimmes im ersten Augenblick, aber es stört irgendwie so ein bisschen, ne? Das heißt so, in Deutschland, ich meine, ich bin ja total zufrieden hier. Ich liebe dieses Land, ich bin Patriot, ich bin stolz auf dieses Land. Ich würde niemals... Du zahlst mehr Steuern als jeder andere. Dazu darf ich nicht sagen. Na, wieso zahle ich mehr als jeder andere? Mehr als die meisten. Ja, mehr als du, aber liegt doch daran, dass ich mehr verdiene. So ist ja, ne, das woher ist, weißt du, wie ich bei KISS verdiene eigentlich? Dicker, ganz ehrlich, wenn du mehr Steuern zahlst als ich, dicker, übelste Respekt, und ich nenne dich die letzten 90 Stunden Meister. Wenn ihr Probleme habt, ja, mit den Steuern und so. Nein, wir haben natürlich keine Probleme. Ich meine nur, wir schaffen es natürlich auch durch die Steuereinnahmen. Wir wollten ja mal Steuern senken. Also langsam werdet ihr interessant. Ja, wir müssen natürlich auch mal gucken, weil wir haben jetzt 2 Stunden lang FDP hier auf der Antenne gehabt. Wir wollen ja auch hier unsere Zuhörer. Liegt daran, dass kein anderer kommt. Ja, ich wollte gerade sagen, also da muss ich also echt Hut ab. Ja, wir sind auch sehr dankbar, dass ihr gekommen seid. Finde ich super, wirklich, finde ich super. Ich war ja, früher war ich SPD-Wähler und jetzt gehe ich schon lange nicht mehr wählen. Aber 2016 gehst du wählen. 2016, mal gucken. Also im September sind Wahlen in Berlin, 2016. Naja, mal schauen. Um was geht's? Um den regierenden Bürgermeister. Um die Schlaglöcher. Um die Verkehrslenkung. Um die Zukunft der Stadt. Füchse. Und die Füchse, nicht zu vergessen. Wenn es um Füchse geht, dann gehe ich wählen, Alter. So, musst du nur überlegen, wen. Muss ich mal Parteiprogramm ein bisschen durchforsten? Soll ich dir eins schicken? Ich warte einfach auf die tollen Plakate, die jedes Jahr oder alle 4 Jahre oder alle 3 Jahre, wie auch immer die Wahlen dann immer liegen, die tollen Superplakate. Ja. Die mich kein Stück auch nur im entferntesten zu meiner... Was spricht denn dich an? Von Plakaten? Nee, überhaupt. Was spricht dich im Wahlkampf irgendwas an? Kostenlose Gummibärchen, Kugelschreiber. Persönliche Auftritte der Menschen, die sich
Um meine Stimme bewerben. Ja. Auf jeden Fall keine komischen, halb coolen Plakate da draußen und so. Auch nicht die neue Farbe der FDP. Ist Magenta? Nein. Telekom ist verbrannt, Digga. Farbe ist Magenta, ist tot. Ja gut, aber der Kern ist ja noch, da. Ne? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Ja. Weil ich finde, so ihr seid auf jeden Fall hart gedroppt. So. Und das wünscht man keinem, auch nicht die FDP. Also das wünscht man nur den Republikanern und diesen ganzen Pissern. So. Die sollen am besten 0,000% irgendwo haben. Aber so die FDP war immer cool, so war immer sympathisch. War immer wie es. Die FDP ist so der Blinddarm der deutschen Politik. Darüber muss ich nochmal nachdenken. Den könnte man im Zweifel nämlich auch entfernen. Ne? So. Naja, kann man so oder so sehen. Also, mehr sage ich dazu erstmal nicht. Ich habe übrigens gerade mit Bassel dann Hengst geschrieben. Der ist tatsächlich krank, probiert allerdings uns morgen zu besuchen. Gute Besserung, Fabio, an dieser Stelle. Oh nein, ich mach doch nicht sowas. Ist ja egal. Wir haben halt auch Leute von der FDP hier. Nicht nur BSH, sondern FDP. Liste? Finde ich cool. Nein, wirklich auch ohne Witz. Finde ich einen mutigen Schritt. Deinerseits, eurerseits als Partei. Ne? Wenn auch Leute deiner Partei gesagt haben, ja klar, mach doch, ist doch cool und so. Weil, nee, einfach zu kommen, ach so, sich zu unterhalten und sowas alles, weil du hast anfangs gefragt, was können wir machen, dass Leute sich wieder mehr interessieren oder so. Genau das machen, sich Sachen, Dingen stellen, die Augen nicht verschließen, Sachen nicht ernst nehmen, weil man glaubt so, das ist irgendwie gerade nicht so cool oder das ist nicht das, was ich verstehe oder so. Ein Gespür dafür entwickeln, wie vor allem die Jugend sich entwickelt, weil das sind die Wähler von morgen, wenn ich jetzt mal so eine abgedroschene Floskel benutzen darf oder so, ne? Einfach zu gucken, so was passiert da. Aber bitte verbinde dich nicht mit irgendwelchen YouTubern und mach irgendwie bei Dagi B irgendwelche Auftritte, weil du denkst, dann mach das nicht. Mach das auf eine coole Art und Weise. Such dir Leute raus, von denen du denkst, so, dass die sozusagen auch einen gewissen Einfluss haben, so, und mach das. Also. Sebastian, du denkst jetzt gerade, Mist, den Clip haben wir schon abgedreht. Dagi B, da war doch was. So. Ist schon vorgeplant, geht morgen online. Ja, weißt du? So. Getimed Release. Ich nehme mal dein Handy ab, sondern ich muss nur anhalten, diesen Clip. Ja, bitteschön. Sebastian, stopp. Es war sehr schön, dass du da warst. Ja danke. Cool, Alter, wirklich. Wirklich. Zwei sehr nette Gespräche hat sehr viel mit zwei FDP-Politikern. Ja, ich dachte, das wäre in diesem Jahrhundert nicht mehr möglich, Alter. Na, siehst. Feier ich übelst, Alter. Finde ich sehr, sehr. Beim nächsten Mal laden wir uns auch noch die NPD ein, aber darüber reden wir dann das nächste Mal. Nee. War sehr schön, dass du da warst. Das war so richtig so ein ganz politisch unkorrekter. Fände ich super. Es sollte gar kein Witz sein, wirklich. Würde sehr gerne mit jemandem reden. Ich wollte gerade sagen, Dicker, tu so, als wärst du müde, Alter. Tu einfach so. Sebastian, bis zum nächsten Mal. Mein Freund, alles Gute, ne? Cool, dass du da warst, Alter. Ciao. Ich wünsche euch viel Erfolg und hoffentlich, wann ist die nächste relevante Wahl für euch? September 2016. Okay. In Berlin. Also, du bist ja Berliner, ne? Ja. Also. Ja, also wie gesagt, Leute, dann 2016 dann eventuell. Ich krieg dir ein Plakat vor die Nase. Ja, bitte gerne. Gar kein Problem. Ne? Sehr, sehr gerne. Wenn es uncool ist, rufst du an. Ja? Ich mach das sehr gerne. Okay. Ich rufe in der FDP-Zentrale an, sagst du, da irgendein Typ hat gesagt, ich soll mich melden. Mein Name ist Bushido. Direkt aus der Partei rausgeworfen, Alter. Viel Erfolg weiterhin. Danke dir auch, alles Gute. Danke für den Besuch, ja? Dankeschön, Sebastian. Rein. Ciao. So, Freunde, Kiss FM ist an. 98 Stunden, das längste Interview der Welt. Ich glaube, der hat vielleicht wirklich mal so 1 oder 2%, oder nicht Prozent, aber so Sympathiepunkte so gewonnen, war. Er war sehr nett, ja, durchaus. Ja. Es war natürlich auch, du kennst ja, die Typen sind ja Profis, Alter. Na ja, klar. Was können wir machen? Hey, wie geht's? Alles klar bei dir? Alter? Möchtest du nicht den zweiten Döner auch noch haben? Ey, noch ist er warm. Noch möchtest du den Döner haben? Niemals im Leben nicht, Alter. Auch nicht. Von BJ Berry? Der ist von BJ Berry. Scheiße, ich habe niemals im Leben gesagt, das hat man gehört, wa? Eigentlich sehr gerne, aber ich würde ungern meinen nächsten Gästen diesen unglaublichen Zwiebelgeruch zumuten, der aus meinem Mund dann käme, wenn ich diesen Döner essen würde. Deswegen lehne ich jetzt zwar schweren Herzens ab, aber Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt sehr viel mit Politikern geredet. Das war ein großer Polit-Talk. Oh, ein bisschen zu viel für meinen Geschmack, Alter. Obwohl, jetzt der Kanteure nehme ich gar nicht ernst als Politiker, Mann. Ja, was soll ich dir sagen? Du bist der Interviewgast. So krass. Du kannst erzählen, was du willst. Alter. Ich habe mich so ein bisschen, aber ich habe ihn ja gedrückt am Ende, ne? So, habe ich ihn ja in den Arm genommen. Ja, ich glaube, fand er auch nett oder er hat sich bedroht gefühlt. Nee, eins von beiden. Egal. War das dieses Ad? Ich habe Schuppenflechte abbekommen von dem, Alter. Hoffentlich wandert das jetzt nicht in meinem Bart oder so, ey. So, wir machen weiter mit einem jungen Mann, den du sehr gut kennst. Das ist nämlich einer deiner
engsten Freunde und ein Experte, wenn es um Fische geht. Möchtest du ihn selbst ankündigen? Kiss FM ist übrigens an, längste Interview der Welt, 98 Stunden mit Bushido, mit Tolga, bis Montag und ihr seid natürlich live dabei. Hashtag hier auf Twitter, wir sind gerade Trend 9, wir müssen weiter nach vorne. Bewirb das doch mal kurz bitte. Mach ich gleich. Ich wollte noch mal kurz was wissen. Soll ich dir helfen? Was meinst du, wann wäre denn die nächste kurze Pinkelpause denn musst du Start? Nee, also so, aber ich würde natürlich jetzt ins nächste Gespräch, würde ich auch gerne so ein bisschen entleert, entspannt auch und mit weniger drückendem Unterleib starten. Und deswegen, wie sieht es denn aus? Wollen wir 5 Minuten unserer Zeit opfern schnell oder vielleicht auch weniger? Ja, wir fragen kurz die Regie. Kann kurz jemand mal herkommen und uns sagen, ob wir auf Klo gehen dürfen? Das klingt aber auch so krass. Dicker, wir waren heute erst einmal auf Toilette, weißt du? Ja. Heute Morgen. Einmal erst heute. Das ist krass. Verdammt. Das ist echt krass. Dürfen die auf Klo? Nö. Oh, hey, Claudi, Alter. Dich lasse ich nochmal mit meinen Kindern spielen, ey. Okay. Na klar. Oh, du liegst schon wieder in einer gefährlichen Pose, falls dir das auffällt. Julian guckt zu. Ja. Ja, ich finde, deine ist ein bisschen gefährlicher im Moment, Alter. Aber ich bin der gibt. Du bist der. Ich den nehme? Guck mal, wie du liegst. Ich meine jetzt aus Sicht von Julian. Zwinker ihm nicht zu, der kommt gleich wieder hier in den Kistau und wir haben nicht genug Security. Du scheinst ja Julian ziemlich gut zu verstehen, Alter, auch wenn du jetzt irgendwie so, ne? Ich weiß, wie er tickt, weil ich schon sehr oft von ihm belästigt wurde, sagt man, glaube ich, okay, dazu, um es noch nett auszudrücken. Schon diverse Erfahrungen gesammelt, ja, mit Julian. Ja, ja. Gut. Dann würden wir jetzt tatsächlich auf Klo, wenn das Klo gehen, wenn das okay ist. Ja, machen wir 3-4 Minuten. Bushido und Tolga gehen derzeit ihren menschlichen Bedürfnissen nach. Wir bitten um etwas Geduld. Ich muss das scheiß Mikrofon ausstellen, weil dann hört man mich auf Toilette. Bushido und Tolga gehen derzeit ihren menschlichen Bedürfnissen nach. Wir bitten um etwas Geduld. Bushido und Tolga gehen derzeit ihren menschlichen Bedürfnissen nach. Wir bitten um etwas Geduld. Bushido und Tolga gehen derzeit ihren menschlichen Bedürfnissen nach. Wir bitten um etwas Geduld. Bushido und Tolga gehen derzeit ihren menschlichen Bedürfnissen nach. Wir bitten um etwas Geduld. Bushido und Tolga gehen derzeit ihren menschlichen Bedürfnissen nach. Wir bitten um etwas Geduld. Bushido und Tolga gehen derzeit ihren menschlichen Bedürfnissen nach. Wir bitten um etwas Geduld. Bushido und Tolga gehen derzeit ihren menschlichen Bedürfnissen nach. Wir bitten um etwas Geduld. Bushido und Tolga gehen derzeit ihren menschlichen Bedürfnissen nach. Wir bitten um etwas Geduld. Bushido und Tolga